Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, und damit willkommen an einem Dienstagabend wieder zum bewährten Duell, auf das sich alle freuen, auf das auch ich mich freue, damit ich es moderieren kann. Ich bin ja da so ein bisschen Ringrichter in einem Schwergewichtsboxkampf. Schwergewicht Gerald Gross, nicht körperlich gemeint, sondern dein Gewicht habe ich noch nicht erreicht. Ich bemühe mein mich, aber intellektuelles Gewicht hast du noch nicht erreicht. Aber du hast abgenommen. Es geht ums intellektuelle Gewicht. Am Urwaschelsee, dass du abgenommen hast. Sebastian Bornmena, der chilenische Schwergewichtskämpfer. Gerne. Hier bei uns mit dem österreichischen Pass und, der geliebte Österreicher, den wir alle haben, für Tiere, für Menschen, für Natur, fürs Waldviertel, aber vor allem auch von der Teuerung Betroffene mit seinen Stiftungen. So, wir haben einige spannende Themen heute. Der Bogen spannt sich von Israel bis zum ORF, um es einmal so sagen zu dürfen. Und ich freue mich, dass wir mal ein bisschen was anderes diskutieren dürfen als sonst. Gleichzeitig tut es natürlich im Herz weh, wenn wir jetzt mit Israel beginnen müssen. Lieber Sebastian Bornmena, die Sache tut weh, oder? Wenn man sich das anschaut. Absolut, vor allem wenn man die Bilder sieht, die ja vor allem am Anfang relativ ungefiltert auch in sozialen Netzwerken aufgeschlagen sind, von Menschen, die verschleppt wurden, von Menschen, die überfallen wurden beim Feiern, vollkommen unvorbereitet getroffen wurden, von Familienvätern, die betteln im Fernsehen, dass die Kinder, die verschleppt wurden, heil zurückkommen. Von Menschen, die aber gleichzeitig in der Situation auch einen Appell für Frieden im Fernsehen verbreiten. Das ist etwas, was wirklich sehr nachdenklich macht. Und generell wir, die wir in Österreich leben, in einem sehr sicheren Umfeld, können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet, was die Menschen in Israel jetzt gerade erleben an Terror, an Angst und vor allem der Unsicherheit, weil die tanzen ja auf einem Vulkan, unter Anführungszeichen. Bist du in diesen Tagen ein Israeli? Definitiv. Ich glaube, jeder von uns muss sich jetzt solidarisch mit den Menschen zeigen, die Opfer eines so grausamen Verbrechens geworden sind. Das heißt nicht, dass ich nicht den langen, langen Konflikt, der dort schon seit vielen Jahrzehnten schwelt, vergessen habe. Das heißt auch nicht, dass ich geopolitische Zusammenhänge vergessen habe. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns immer bewusst sind, in was für einem Rahmen die Sachen passieren. Aber ich glaube, jeder, der jetzt versucht, politisches Kleingeld zu wechseln, am Rücken von wahrscheinlich bald 1.000 toten Israelis und ich weiß nicht, wie vielen toten Palästinensern, ist aus meiner Sicht disqualifiziert für weitere politische Diskurse, weil jetzt geht es in erster Linie mal darum, zu versuchen, Anteilnahme zu zeigen. Aber sind wir uns einig, dass die Täter die Hamas sind? Ja, definitiv. Also ich glaube, wir wissen noch nicht, wer vielleicht noch dahinter steckt, weil ich glaube, dass da aus dem Nichts kommend völlig an allen an allen israelischen Geheimdiensten und Überwachungssoftwares vorbei, auf einmal so eine Initiative zu machen, das ist schon etwas, was man, glaube ich, nochmal kritisch hinterfragen sollte. Aber ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir dieses singuläre Ereignis betrachten, nämlich den Überfall von Terroristen auf Zivilisten, dass wir nicht den Fehler begehen, das in einen Kontext zu setzen, wo wir versuchen, Verständnis zu zeigen. Also auch du sagst, das, was die Hamas gemacht hat, ist unverzeihlich. Selbstverständlich. Also ich glaube, dieses Abschlachten, dieses bestialische, vorsätzliche, systematische Vergewaltigen, Verschleppen und Umbringen von Menschen, vor allem von Zivilistinnen und Zivilisten, ist etwas, was mit nichts, mit keinem einzigen Wort relativiert oder legitimiert werden darf. Gerald Gross, bist du ein Israeli, auch wenn du Steireranzug heute trägst? Also erstens ist es ein Kärnten, aber es ist vollkommen wurscht. Ich verzeih es dir als Salzburger, dass du in der Trachtenlehre nicht besonders firm bist. Aber es geht um etwas Ernsteres, was wir hier sehen. Bist du Israeli? Ich stehe an der Seite des israelischen Volkes. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass die einen für uns alle einen Stellvertreterkrieg gerade führen, einen Krieg gegen den Terror, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Sie führen einen Krieg gegen die Hamas, sie führen einen Abwehrkrieg gegen die Hisbollah, die mit Raketen sie beschießt. Sie führen in Wahrheit einen Krieg gegen den IS, der ideologisch der Hamas sehr nahe ist, gegen Al-Qaida, gegen die Taliban. Alles, was du von islamistischen Terroristen kennst, zeigt offenbar weltweit Verständnis dafür, dass das einzige demokratische Land des Nahen Ostens flächenmäßig so klein wie mein Fingernagel 99% muslimische Länder um sich hat,
tapfer um sein eigenes Existenzrecht kämpft. Ich lasse nämlich die Geschichte jetzt einmal wirklich außen vor. Wir wissen, wie Israel entstanden ist. Es gibt die alten Geschichten, wo Winston Churchill in einem Raum saß und die Karte gezeichnet hat und dann geht der Tür auf und er wird gestoßen und dann hast du plötzlich eine Kante in der Landkarte drinnen, wie damals Israel gezeichnet wurde. Faktum ist, dass Israel das einzige Land ist, weltweit, das einer relativ großen Bevölkerung, obwohl es so klein ist, Schutz und Sicherheit bieten sollte. Wir als Österreich, als Europa, als Deutschland haben eine besondere Verantwortung, trotz unserer Neutralität, die Geschichte wiegt da schwerer als die Neutralität, uns schützend vor, hinter und seitlich der Israelis zu stellen, weil wir uns selbst sehr schuldig über Jahrhunderte und vor allem über die Jahrzehnte vor 80 Jahren gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Seid ihr euch heute einig, dass das, was die Hamas gemacht hat, unverzeihlich ist? Naja, was hat die Hamas gemacht? Die Hamas hat ich bin an vollkommen recht, Herr Dr. Bormann, in ihrer Einschätzung am bestausgebildetsten Geheimdienst der Welt vorbei, Mossad. Auch das wird zu klären sein. Die Frage Netanyahu-Rolle, die Frage, was ist da passiert? In Wahrheit ist Netanyahu nicht in der Lage, sein eigenes Volk zu schützen. Die Hamas hat Israel mit einem Terrorübergriff, mit einem Terroranschlag am falschen Fuß erwischt, was viel schwerer jetzt aber wiegt. Und das möchte ich jetzt geopolitisch sagen. Natürlich gibt es das Recht von Palästinensern auf Friede und Land. Nur diese Zwei-Staaten-Lösung, die im Übrigen die letzten Jahre, Jahrzehnte nie funktioniert hat, genau, die wird die nächsten 30 Jahre nach der Nummer, seit Kreis, die Hamas gemacht hat, nie mehr funktionieren. Denn es wird keinen israelischen Premierminister geben, der nur eine Minute länger politisch überleben will, mit Blick auf derzeit 900 Tote und am Ende werden es wahrscheinlich ein paar Tausend sein, israelische Zivilbevölkerung, junge Kinder, Geiseln, die gerade umgebracht werden, in sozialen Netzwerken ihnen von irgendwelchen barbaren Islamistischen die Gurgel durchschnitten werden. Es wird keinen Juden, keinen Israeli geben, der eine Zwei-Staaten-Lösung verantwortet. Was die Hamas gerade gemacht hat, die Hamas selbst hat Palästina die Gurgel durchgeschnitten. Ja, das es wird keinen Menschen auf der Welt noch ein Verständnis geben. Wir müssen klar unterscheiden zwischen dem Terror, der durch die Hamas ausgeübt wird, der aber leider Gottes, und das sage ich auch dazu, von einem Großteil der palästinensischen Bevölkerung bejubelt wird, alte Frauen im Kopf durch die in die Kamera rein sagen, super, klasse, Israel muss verschwinden. Und dann wirst du keinen Menschen mehr haben, selbst die, die noch so großes Verständnis gehabt haben, Free Palästina und alles drum und dran, du wirst keinen Menschen mehr finden, wirklich nicht mehr finden, außer er ist ein kompletter Narr, der angesichts dieser Katastrophe, dieses Terrors, nur einen Millimeter Verständnis zeigt. Na, leider in Österreich schon am Stephansplatz, aber darüber reden wir dann gleich. Lieber Sebastian, der Außenminister Schallenberg hat ja alle Hilfszahlungen an Palästina gestoppt, die EU auch. Ist das die richtige Vorgangsweise? Müssen wir jetzt Härte zeigen gegenüber den Palästinensern? Ich glaube, wir müssen Härte zeigen gegenüber den palästinensischen Institutionen, die offensichtlich auch von der Hamas und anderen radikalen Strömungen kontrolliert werden und die letztlich das palästinensische Volk als Geisel nehmen, und zwar tatsächlich als Schutzschilder, als menschliche, wenn es darum geht, israelische Gegenangriffe abzuwehren. Und auf der anderen Seite Hilfsgelder, die aus Europa in Milliardenhöhe zum palästinensischen Volk kommen sollen, missbraucht werden für eine israelfeindliche Agenda. Ich bin mir nicht sicher, ob der richtige Weg ist, die Zahlungen einfach einzustellen und zuzuschauen, wie potenziell 2 Millionen Menschen im Gazastreifen ohne Wasser, Strom und so weiter jetzt vor sich hin darben, weil ich fürchte, dass es eine weitere Radikalisierung von Menschen bedeuten wird, weil ich glaube nicht, dass alle 2 Millionen Menschen dort gutheißen, was jetzt gerade von einigen getan wurde. Aber was es auf jeden Fall braucht, ist, wenn wir uns als Europäische Union, als Westen unter Anführungszeichen, dort weiter engagieren, entweder wir machen es gescheit oder wir machen es nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was wir uns jetzt wirklich entscheiden müssen. Entweder wir engagieren uns, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es nicht mehr zu solchen Gewaltakten, zu solchen Terroranschlägen kommen kann. Das bedeutet eine tatsächliche... Das ist aber ein Wunsch ans Christkind, ne?
Ja, aber ich darf ja hier wünschen. Wunsch hatte schon Bruno Kreisky und ja, seither sind viele Jahre vergangen. Ich habe Bruno Kreisky immer sehr geschätzt und ich glaube, es ist richtig zu sagen, wir brauchen eine Lösung, die nachhaltig ist, aber die kann nur eine sein ohne Gewalt. Also entweder wir geben Geld, dann muss aber klar sein, dass es keine Raketen, keine Bomben und keine Selbstmordanschläge mehr gibt, oder wir streichen das Geld so lange, bis das palästinensische Volk sich von diesen radikalisierten Kräften befreit. Ich glaube, wir können nicht länger, nachdem was jetzt gerade passiert ist, zuschauen und unsere Milliarden dort runterschicken und sagen, hoffen wir, dass alles gut geht. Also, jetzt nicht mehr. Ich glaube, heute seid ihr ziemlich einer Meinung, ja, oder? Und ich möchte fortsetzen. Ja. Wer in Erinnerung hat, den Breitscheidplatz in Berlin, den Terroranschlag in Paris, den Terroranschlag in Nizza, den Terroranschlag in Wien, es wundert mich, wie geschichtsvergessen gerade Österreich die letzten Jahre und die Europäische Union und Deutschland sein konnte, 19 Millionen Euro aus Österreich im Jahr nach Palästina zu überweisen, nicht ausschließen zu können, dass damit Waffen gekauft worden sind. Deutschland 340 Millionen Euro im Jahr im Rahmen der Hilfszusammenarbeit, wie sich das nennt, eine Frau Baerbock nicht ausschließen kann, dass Waffen gekauft worden sind damit, Bomben, die jetzt gegen Israel eingesetzt werden. Da sage ich, es ist hoch an der Zeit, ja, dass der Herr Schallenberg, der Herr Nehammer und auch die deutsche Bundesregierung endlich draufkommen und sagen, Freunde, wir finanzieren nicht unsere eigenen Schlechter. Und ja, es sind auch unsere Schlechter. Genau. Weil eines möchte ich schon sagen, die gleiche Ideologie, die einen Hamas-Kämpfer gegen Israel geschickt hat, um dort ein kleines Kind zu vergewaltigen, schänden, zu ermorden, ist dieselbe Ideologie des Attentäters von Wien, von Berlin, vom Breitscheidplatz, von Nizza, Paris. Und daher bin ich, was das betrifft, kompromisslos. Und jetzt sage ich Folgendes. Es wird keine Lösung mehr geben. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung gekommen, Nägel mit Köpfen in Israel. Das wollte ich dich gerade fragen. Darf ich mal eine Frage ausstellen oder hast du heute vor, die 15 Minuten durchzureden? Ist aber nicht schlecht, oder? Nö, ist nicht schlecht, aber schön wäre, wenn man alle 5 Minuten eine Frage stellt. Ja, du kannst aber atmen dazwischen. Ja, genau. Ja. So. Ruhig atmen, ein und aus. So, lieber Herr Professor Groß, wie wird es denn dort jetzt weitergehen? Du hast ja das gerade angesprochen und das wäre ohnehin meine Frage gewesen. Und brauchst du ja keine Fragen, sonst stellst du dir ja selber. Also wie wird es weitergehen? Welche Nägel mit Köpfen werden gemacht? Man muss ja davon ausgehen, dass die Israelis, und zwar alle Israelis, jetzt das Ziel haben, Palästina auszulöschen und die zu vertreiben. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Am Ende wird es den Gazastreifen nicht mehr geben. Steht außer Frage. Die Frage, ob es überhaupt Palästina noch gibt. Ist auch eine Frage. Und zwar möchte ich jetzt auch überraschen, ist jetzt durchaus eine berechtigte Frage. Warum? Weil ich die Emotionen der Israelis gut teilen kann. Ich bin nicht neutestamentarisch, halte die linke und dann die rechte Backe hin und dann lasse ich mir nur einen Magenstrudel geben. Irgendwann ist Schluss mit lustig und Hamas hat eine rote Linie überschritten. Da bin ich Kritik, ich habe sehr viel Kritik an Israel zu üben. Wir könnten eine eigene Sendung machen, wo sie dort alles Kritik zu üben. Ihr habt beide viel aber Kritik in der Situation, aber in der Situation bin ich beinhart. Mhm. Es gibt nur mehr zwei Möglichkeiten. Entweder Netanyahu lässt Flieger über Gaza und Palästina fliegen. Und bombt es nieder. Und bombt es nieder mit einem hohen Blutzoll an Zivilbevölkerung. Und die Welt wird sagen, okay, das ist offenbar der Blutzoll. Die zweite Variante ist, er hat einen hohen Blutzoll bei der israelischen Armee und rückt mit Landtruppen vor. Dann kann er in Wahrheit die Zivilbevölkerung mehr oder weniger schützen und tatsächlich nur Hamas, Hisbollah jagen. Hat aber den Nachteil, dass er in Wahrheit sich bei jedem Sarg mit israelischer Flagge gegenüber seinem eigenen Volk rechtfertigen muss und die Bilder hält er am Ende nicht durch. Sage ich auch bei der Gelegenheit. Diese Zwei-Staaten-Lösung, um das jetzt bei der Gelegenheit endlich einmal zu sagen, die gibt es mit diesem Samstag nicht mehr. Das ist vorbei. Und jeder, der glaubt, der kann sich für Palästina eine Zwei-Staaten-Lösung herausholen, der kann sich gern von palästinensischer Seite bei der Hamas bedanken. Die haben das nämlich weggebombt, die Lösung. Was passiert jetzt? Oder was wäre der Vorschlag? Der Vorschlag wäre, auch der Weltgemeinschaft, wenn sie jetzt intelligent sind, einmal in ihrem Leben, da geht es nur um 10 Kilometer mit 4 Kilometer Breite. In Wahrheit haben wir dort lauter muslimische Länder. Ganze Kontinente, die Israel umgibt. Die werden jetzt dafür sorgen müssen, dass die Palästinenser in Friede und Sicherheit leben. Mhm. Und es ist auch die Aufgabe der Weltgemeinschaft,
dass endlich Israel nach seiner Staatengründung endlich ohne Raketen hat. Was sie derzeit aber nicht vorhaben, wenn man sich die Fußball-WM-Nation Katar anschaut, nur als Beispiel, wo gerade der Formel 1 Grand Prix stattgefunden hat und von wo wir ja perverserweise derzeit unser neues Erdgas beziehen. Habe ich immer gesagt. Weil die Russen Habe ich immer gesagt. Sind. Genau. Sebastian, sag uns, wie wird es deiner Meinung nach in Israel weitergehen? Naja, eines darf man nicht vergessen. Es sind 5 Millionen Palästinenser, die in dem Gebiet leben, das diese beiden Gruppen für sich beanspruchen auf die eine oder andere Weise. Über 5 Millionen Menschen. Du kannst nicht einfach 5 Millionen Menschen wegschieben und wegbomben. Das wird nicht funktionieren. Ganz abgesehen von der Frage nach der Legitimität des Gebietsanspruches. Wir haben real faktische Situationen, dass dort 5 Millionen Menschen im überdurchschnittlichen Maße junge Menschen, das ist eine sehr, sehr junge Population von den Palästinensern. Und daher einfach zu sagen, jetzt hat Israel das Recht zu machen, was es machen will, nein, Herr Groß. Nein. Das sehe ich anders. Sorry. Weil du musst doch ein Verständnis dafür haben, wenn die sagen, wir wollen jetzt dieses Land besetzen, wir wollen dieses Land kontrollieren, damit keine Bomben mehr da herüberfliegen. Aber das ist ein Unterschied. Ich bin ja selber dafür. Zu sagen, es braucht im Idealfall eine UNO-gestützte Kontrolle, damit ein Zusammenleben, ein friedliches, endlich gesichert ist, sofort. Aber Auge um Auge, und das ist schon ein schöner Spruch von Gandhi, Auge um Auge macht die ganze Welt blind. Also ich halte überhaupt nichts davon, jetzt zu sagen, die Israelis haben ein Recht, alles zu machen, was sie machen wollen, in Reaktion auf das. Das haben sie definitiv nicht. Und wenn jemand jetzt im Fernsehen behauptet, die Palästinenser sind Tiere, weil auch das wird jetzt im israelischen Fernsehen von manchen gesagt, im Überschwang, in der Emotion, werden sie auf einmal entmenschlicht, dann muss ich sagen, aufpassen. Die Grenze sind immer noch die Menschenrechte und die Menschenrechte gelten für alle Menschen. Und auch wenn ich betroffen bin und auch wenn ich anerkenne, dass die Israelis ein Recht haben, in Frieden zu leben und ihr Volk zu schützen und auch wenn ich finde, es braucht eine legitime Reaktion, damit das gesichert ist, bin ich nicht bereit, der Entmenschlichung zuzustimmen, die manche jetzt fordern. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Menschenrechte sind unteilbar. Und jede Frau, jede Mutter, jeder alte Mann hat in Palästina wie in Israel ein Menschenrecht, und zwar das auf sicheres Leben und vor allem auf Frieden. Wissen Sie, wer kein Menschenrecht hat, und zwar kein einziges, das sind Terroristen. Wissen Sie, was Terroristen verdienen? Bomben, keine Diplomatie. Aber Bomben wissen Sie, was noch dazu kommt? Wissen Sie, was noch dazu kommt? Mit Terroristen verhandle ich auch nicht. Mhm. Terroristen bombe ich aus. Ich habe das vor 3 Wochen gesagt, da in dem Studio, die Taliban verdienen keinen Anschlag und kein Gespräch, sie verdienen Bomben in ihren Turban. Ich bin nach wie vor der Überzeugung. Und es geht nicht um Auge oder Zahn um Zahn. Es geht in Wahrheit darum, chirurgisch Menschen von dieser Welt auch zu bringen am Ende, um den Großteil der Bevölkerung, die friedlich gesinnt ist, zu schützen. Und um das geht es. Ganz einfach. Gerald, aber wenn du derzeit die Hamas-Terroristen wegbombst, dann bombst du natürlich tausende Kinder, Zivilisten etc. Auch deshalb, weil sie die Hamas dort ja mitten hineingesetzt hat. Ich nehme ja zur Erkenntnis, dass die Hamas-Kämpfer besondere Feiglinge sind. Ja, das sind ja besondere Kreaturen. Sie entführen aus Israel Frauen und Kinder, verwenden sie als Schutzschilder, schänden sie, schneiden der Oma die Gurgel durch, posten auf den Social-Media-Seiten der Angehörigen das Todesvideo der eigenen Angehörigen, verschanzen sich ihren eigenen Müttern und Kindern, aber Allahu Akbar schreien sie großartig und mutig. Ja. Und natürlich, wenn du sie zerbombst, zerbombst du zeitgleich Palästina, die Kinder, die Frauen, die dort leben. Ich bleibe dabei, was ich seit Jahren und Jahrzehnten leider Gottes immer wieder sagen muss. Es tut mir wirklich leid. Man kann mich heute wieder als Unmensch betiteln und als Technokraten des Grauens und was auch immer. Ein Krieg ist am Ende blutig. Es wird tausende Zivilisten und Kinder als Opfer. Es wird leider. Du findest das richtig? Nein. Entschuldige, wie kann ich es richtig finden, dass Menschen sterben, Unschuldige? Ja. Ich sag, aber findest es unvermeidbar? Es gehört ja dazu. Du findest es unvermeidbar? Wahrscheinlich ja. Mhm. Es gehört wahrscheinlich dazu, den Menschen reinen Wein einzuschenken, was passiert. Ja. Schau, was ist passiert. An einem Samstag in der Früh sickern in Israel auf einer Grenze von 10 Kilometern hunderte von Terrorkämpfern tief in das Land hinein. Sie haben Tunnel gebaut etc. Sie ermorden 900 unschuldige zivile Opfer in Israel. Familien, die haben gerade Mittagessen, Frühstück oder was auch immer. Schlachten Menschen ab. Jetzt sage ich, Israel hat wie jedes andere Land ein Selbstverteidigungsrecht. Wie Österreich im Übrigen im gleichen Fall auch. So,
Und daher hat Israel auch jetzt das Recht, sich endgültig von diesen Terroristen zu befreien. Warum? Weil diese Terrorgefahr seit mehreren Jahrzehnten wie eine Käseglocke über dem Land. Und du sagst, wenn es tausende zivile Opfer gibt, dann kann man das Israel nicht zum Vorwurf machen. Das sagst du eigentlich. Schau, ich habe mich oft mit dieser psychologischen oder philosophischen Frage eher beschäftigt. Lag damals Helmut Schmidt richtig, wie er die Landshut stürmen ließ oder nicht? Du kennst die Geschichte. Ja, natürlich, aber so, bitte jetzt am Ende verehren wir, am Ende verehren wir Helmut Schmidt, weil er sich nicht erpressen ließ durch Terroristen. So, Moment, nein, ich habe eine Schlussfrage und dann kommst du mit dem Schlusswort. Schlussfrage an dich. Wir haben jetzt natürlich viele Palästinenser in Österreich. Wir haben Hamas-Anhänger in Österreich, die sind ja schon mit den Fahnen durch Wien gezogen, sogar vor das Bundeskanzleramt. Bist du der Meinung, dass die abgeschoben werden? Ja, selbst in der Sekunde. In der Sekunde? In der Sekunde. Alle Palästinenser oder nur Nein, die sich klar zu Hamas? Also ich stelle jetzt einmal fest, ich zitiere Karl Lagerfeld. Ja. Ich glaube, er ist kein Antisemit, er ist kein Rassist gewesen, war großartiger Modeschöpfer im Übrigen. Wie kann Angela Merkel so zukunftsvergessen sein, die größten Feinde unserer jüdischen Geschwister ins Land zu holen? War ein großartiges Interview in einer Pariser Zeitung im Übrigen von Karl Lagerfeld. Hat einen Riesenaufschrei hervorgerufen. Jetzt frage ich, wie konnte Sebastian Kurz, Werner Faymann, Angela Merkel, Bruno Kreisky, wie konnten die in Wahrheit so zukunftsvergessen sein, die größten natürlichen, religiös motivierten Feinde des Judentums ins Land zu holen mit unserer Geschichte? Daher sage ich, auch für uns ist das ein guter Anlassfall. Das sage ich auch bei der Gelegenheit, für jeden, der bei uns jetzt Allahu Akbar schreit, einfach am Bus hinzustellen und danke, das war's. Der Venediger Bürgermeister ist sogar weitergegangen. Der Venediger Bürgermeister hat einmal gesagt, wer am Markusplatz Allahu Akbar schreit, muss damit rechnen, dass er erschossen zu werden. Das sagen die Venezianer. So weit gehe ich nicht. Nie und nie. Aber ich bin du sagst, aber ich sage, wer in der Situation, wer sich in dieser Situation mit Terroristen solidarisiert, den schicken wir zu seiner Kampfgemeinschaft, zu den Terroristen, da kann er sie austoben. Aber Österreich ist kein Aufmarschgebiet für Terroristen. Schlusswort, Sebastian, bitte. Ja, also ich glaube, da müssen wir jetzt zwei Sachen differenzieren. Über die Frage, was für Implikationen das für Österreich und die Integration in Österreich hat, glaube ich, können wir in der nächsten Runde reden. Mir ist noch wichtig, dass wir eine Sache nicht unvergessen haben, nämlich die geopolitischen Auswirkungen. Wenn wir Israel jetzt einen Persilschein ausstellen und sagen, ihr dürft alles machen, was ihr wollt, mit 5 Millionen Menschen, als legitime Reaktion auf diesen Terrorakt, vergessen wir bitte eines nicht, was Sie eingehend gesagt haben. Rund um Israel sind hunderte Millionen, zum Teil hochgerüstete Menschen, die zum Teil auch schon angekündigt haben, dass wenn Israel das jetzt macht, was Sie vorschlagen, die ihr Atommacht Iran sogar Putin hat gesagt, er wird sich einmischen. Also wir sehen, das Ganze ist ja nicht ein regionaler Konflikt, wo es darum geht, hier ist ein Terrorakt passiert und wir reagieren jetzt, wie wir wollen. Sondern alles, was hier passiert, hat geopolitische Dimensionen. Die USA haben schon einen Kampfverband geschickt. Putin hat schon gesagt, er wird nicht zuschauen, tatenlos. Der Iran hat schon gesagt, wehe, macht's. Also alles, was jetzt passiert, und deswegen bitte ich wirklich in der Situation, gerade als Österreicher, wo wir doch immer unsere Neutralität beschwören, gerade in der jetzigen Situation sollten wir schauen, bei allem Mitgefühl, bei aller Solidarität, und die darf nicht zur Diskussion stehen, bitte nicht nur mehr Öl ins Feuer gießen. Nein, nicht, weil dieses Pulverfass fliegt in die Neutralitätsdebatte ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Aber wenn es einen Krieg zwischen zwei verfeindeten Mächten gibt, dann bin ich der Meinung, Österreich muss ein Vermittler sein. Dann haben wir unsere Neutralität. Aber gegenüber Terroristen kann man nicht neutral sein. Aber sind Terroristen. Herr Groß, da greift gerade kein Staat den anderen an. Nein. Da greifen Terroristen, die faschistoid einen Gazastreifen als Diktatur, als Gottesstaat in Geisel halten, die einzige Demokratie und den einzigen Rechtsstaat im Nahen Osten an. Da bin ich nicht mehr neutral. Und da sage ich etwas, was, ich glaube, am Gründonnerstag so wunderbar von Jesus Christus, im Übrigen einem Juden, gesagt wurde, der gesagt hat, wer mit dem Schwert kämpft, wird durch das Schwert umkommen. Das hat er dem seiner Jünger gesagt, der einen römischen Soldaten das Ohr abgeschnitten hat. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber die Millionen palästinensischen Kinder haben kein Schwert geführt und haben es nicht verdient, jetzt weggebracht zu werden. Wie gesagt, die Hamas ist die Regierung, das haben die Palästinenser gewählt. Sie können sich bei der Hamas... Sie haben gerade selber gesagt, diktatorisches Regime. Aber tote Kinder können sich schlecht bei der Hamas bedanken. Deswegen sage ich, wunderbar, dieser Nahe Osten ist so groß, hat 99% muslimische Staaten. Ich fordere jetzt den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, ich fordere Katar, ich fordere
fordere den Oman, ich fordere Dubai, ich fordere den Irak, ich fordere Syrien, ich fordere Libyen, ich fordere Tunesien auf, die 2 Millionen Palästinenser einfach in Schutz zu nehmen. So, und damit haben wir auf dem Land nicht wollen. Stopp. Schutz zu nehmen, hat er gesagt. Aufzunehmen. Aber in Schutz nehmen, haben Sie gesagt. Aufzunehmen. Ja, aber gesagt haben Sie in Schutz. Das Problem ist, Herr Gross, das Problem ist, wir haben da 5 Millionen, 2 Drittel der Palästinenser leben eh nicht in Palästina oder auf israelischem Gebiet. Das heißt, der Großteil ist eh schon weg. Aber wenn wir die 5 Millionen jetzt nicht so schnell wie möglich unter eine Kontrolle bringen, die nicht von einem diktatorischen Regime sind, das ist doch viel weniger illusorisch, als zu glauben, dass Ägypten was und Iran sagt, kommt jetzt zu. Warum das dann ihre Glaubensbrüder? Was würdest du jetzt machen mit Palästinensern, die sich jetzt in Österreich melden und um Asyl ansuchen? Was würdest du machen? Palästinenser, die in Österreich Asyl ansuchen? Ja. Also ich glaube, wir müssen wie bei jedem anderen die EU-Regeln einhalten und ich glaube, wir haben immer noch kein Botschaftsasyl. Also ich glaube, man kann nicht von Palästina aus in Österreich um Asyl ansuchen. Na, aber wenn die... Man kann herkommen über das Mittelmeer. Dann muss aber zuerst einmal über einen sicheren Drittstaat gehen. Es ist schon genügend gekommen. Gut. Italien. Also aber das ist was Neues, aber darüber reden wir gleich. Das sollte man in einer eigenen Runde machen. Gut, ja. So, kurze Werbepause, dann kommen wir zurück und dann reden wir mal über das Immigrationsthema. Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir sind wieder da nach dieser doch sehr, für beide Herren, sehr sensibel und auch sehr sanft geführten Anfangsrunde, weil wir doch alle noch so schwer unter Schock stehen von dem Wochenende. Apropos Schock, apropos Wochenende. Ich nehme an, dass Sebastian Born-Mehner steht unter Schock, weil in Deutschland die AfD in 2 Bundesländern zur zweitstärksten Partei geworden ist. Und zwar vom Stand weg, ja, und ohne FPÖ-Vergangenheit. Wird Deutschland jetzt sich deutlich nach rechts drehen, Sebastian, nach dieser Wahl? Also zunächst müssen wir 2 Sachen vorwegschicken, wenn wir den Vergleich mit der FPÖ machen. Erstens mal, die AfD ist meiner Meinung nach um einiges radikalisierter, vor allem im Osten, als es die FPÖ in Österreich noch ist, auch wenn es gerade Radikalisierungstendenzen in der FPÖ gibt. Und zum anderen, das Niveau ist ein anderes. In Österreich sind wir bei über 30% in den Umfragen für die FPÖ. In Deutschland sind wir bundesweit bei bestenfalls 20%. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, was dort passieren wird in Deutschland, ist, dass es viel einfacher ist, einen Cordon sanitaire, also quasi eine Isolierung aller Parteien gegenüber der AfD zu machen, als es in Österreich der Fall ist, obwohl ich auch der Meinung bin, dass wir es in Österreich machen müssen gegenüber der FPÖ. Aber ich glaube, dass das Wahlergebnis, in Bayern sind sie, glaube ich, nicht zweitstärkste geworden, weil da sind die Grünen noch relativ stark und die Freien sind Wähler auch. Sie sind zweitstärkste in Bayern, oder? Ich kenne das Endergebnis nicht. Sie sind die stärkste Oppositionskraft, sie sind kurz hinter den Freien Wählern, die Grünen sind abgeschlagen auf Platz 4. Aber Platz 3. Sie verwesen. Herr Gross, versuchen wir jetzt mal nicht persönlich zu werden. Ich habe nicht persönlich, ich habe gesagt, dass Sie verwesen. Meine Freunde. Also Verzeihung. Die Ihnen bis heute nicht bekannten Grünen. In Bayern? Ich kenne keine Grünen in Bayern. Naja, Grüne der Weltfeind. Nein, ich kenne die Grünen im Waldviertel. Also. Mir ist es wichtig, diese Differenzierung auch zu machen, auch wenn natürlich die Freiheitliche Partei versucht, das jetzt für sich zu reklamieren, was verständlich ist, weil sie haben einen Gerald Großexperten. Heißt das, Deutschland wird rechtsextrem oder Nein. was heißt das? Nein, entschuldige, also erstens einmal, ich vertraue auf die demokratischen Instanzen wie den Verfassungsschutz in Deutschland, dass sie es schaffen, rechtsextreme Elemente innerhalb der AfD und auch außerhalb zu identifizieren, entsprechend anzuklagen und wegzusperren. Darauf vertraue ich. Ich sehe, dass in Deutschland im Osten müssen wir uns wirklich Sorgen machen, weil da haben die zum Teil die stärkste Kraft, sind bei über 30% in manchen Bundesländern. Aber ansonsten AfD 15-16% in Bayern, das macht mir Sorgen, das finde ich traurig. Aber es ist nicht so, dass ich glaube, dass Bayern jetzt rechtsextrem wird. Na, die Freien Wähler nur einmal 15 bis 16, aber die Freien Wähler 37. Das also heißt, wir haben Rechtskonservative. 70% in Bayern stark rechts gewählt. 2 Drittel haben in Bayern rechtskonservativ gewählt, so wie wir wahrscheinlich in Österreich auch 2 Drittel oder 60% rechtskonservativ haben werden. Und das macht mir als jemand, der weltoffen, pluralistisch und ein humanistisches Weltbild hat, natürlich große Sorgen. Aber verfalle ich jetzt in Panik? Na, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es ist grundsätzlich nie gut, also, wenn man demokratische Ergebnisse mit Panik. Aber du siehst die AfD als Katastrophe. Ich sehe die AfD als das, was sie auf Basis der
vielen, vielen Aussagen und Entgleisungen der letzten Monate durch einige ihrer Funktionäre, vor allem im Osten, maßgeblich ist, nämlich eine Partei, die eine Abgrenzungsschwäche zum Rechtsextremismus bis hin zum Neonazismus hat. Und als solche wird sie auch vom Verfassungsschutz eingestuft. Im Gegensatz zu Österreich, wo die FPÖ nicht so eingestuft wird. Das ist natürlich eine sehr provokante Aussage, denn wir haben hier jemanden, der sollte eigentlich eine AfD-Stecknadel an seinem Kärntner Anzug haben, hat er nicht. Gerhard Gross hat ja mit einem Maß Bier in der Hand, wie wir auf vielen Fotos gesehen haben, für die AfD Wahlkampf geführt, 30 Veranstaltungen oder so. Und dort zum Teil zu diesem sehr respektierlichen Ergebnis beigetragen. Ist das eine Sternstunde der deutschen Politik, dass die AfD jetzt zweitstärkste Kraft in Hessen und fast in Bayern ist? Also ich möchte mein Licht unter den Scheffel stellen, ich habe nicht dazu beigetragen. Ich habe 30 Kundgebungen gemacht, wir haben Tausende von Menschen gehabt, 12.000 Kilometer, es war eine super Tour, 4 Wochen, es waren großartige Begegnungen mit wirklich tollen bayerischen Mitbürgern. Was warst du dort, Büttenredner? Oder ich war Gastredner. Also ja. Büttenredner? Gastredner. Und du kannst eine Aschermittwochsrede halten, du kannst eine Büttenrede halten, du musst ausreden. Ich habe eine politische Gastrede gehalten. Ja? Das ist was anderes als eine Büttenrede. Ja? Verstehe. Ich sage ja auch nicht, dass du, weiß ich nicht, keine Kolumnen schreibst, sondern eigentlich nur der Anzeigenleiter von Österreich bist, oder? Bist du auch nicht, oder? Schreibst du ja Chefleiterartikel. Ja, also ist voll. Nein, ist in Ordnung. Schau. Ja? Also ich habe dort reden gehalten. Aber jetzt geht es ja gar nicht um meine Rolle. Du hast reden gehalten. Ja, um meine Rolle geht es nicht, weil die war nicht wahlentscheidend, sondern wahlentscheidend war dort Folgendes. Und das sehen wir leider nach der Wahl, dass es fortgesetzt wird. Das heißt, ein System von politischen Parteien, beginnend in Berlin bis nach München gehend, ist nicht in der Lage, die drängenden Fragen der Bevölkerung zu lösen. In der Migrationsfrage scheitern sie komplett, obwohl sie mittlerweile alle dasselbe wollen, nämlich das, was die AfD seit Jahren fordert. In der Energiefrage scheitern sie komplett. Die AKWs haben es abgeschalten, jetzt sollen es 4-fache für die Energie und kaufen es noch bei den Russen oder bei den Freunden der In Katar. Das ist die grüne Politik der Ampel. So, bei der Rezession sind sie vorne mit dabei. Den Verbrennermotor haben sie aus Deutschland verjagt durch die grünen Ökofaschisten. Die gesagt, der Klimawandel wird kommen. So, jetzt geht ihnen die Automobilindustrie gerade pleite. Kommen drauf, dass mit den E-Autos noch einen größeren Raubbau betreiben an der ganzen Umwelt als jemals mit einem Verbrennermotor. BMW, Audi ist massiv davon betroffen. Unsere österreichischen Zulieferer gehen mittlerweile auch schon Tschari. Wir haben eine Rezession, wir haben Betriebspleiten, 56.000 Insolvenzen im ersten Jahr. Und was macht das politisch gescheiterte System, das gerade von der AfD einen Denkzettel kriegt? In Bayern ist die AfD stärkste Oppositionskraft. Hinter ihnen die Sozialdemokraten, hinter ihnen die Grünen, hinter ihnen die FDP, also hinter ihnen das gesamte Ampel-Regierungsprogramm, vor ihnen nur die bayerische Staatsregierung. In Hessen zweiter, was machen sie? Sie setzen sich nicht mit ihren Problemen auseinander, sondern sie fragen sich wieder, wie können wir die AfD verhindern? Also nicht, wie können wir die Massenmigration verhindern, die Rezession verhindern, die Arbeitslosigkeit verhindern, die Pleiten. Sie wollen wieder nur die AfD verhindern. Und da wenden sich immer mehr Leute ab und sagen, danke, das war's. Wenn die 15% in Bayern und die 18% in Hessen nicht reichen, dann werden es beim nächsten Mal 20% oder 25%. Und jetzt möchte ich mit einer Mehr aufhören. Diese Mehr haben alle deutschen Kommentatoren die letzten 48 Stunden auch begriffen. Derzeit gehen wir davon aus, laut Umfragen, dass die AfD in Deutschland zweitstärkste Partei hinter der CDU bei 25, die AfD bei 20-21% ist. Wir haben in Thüringen und in den Ostländern, Sachsen, Thüringen, mittlerweile Umfragewerte für die AfD von 35-40%. Das heißt, nur ein bisschen weiter die Politik wie bisher und die machen dort die absolute. Das ist das, von dem Sie warnen. Zu Recht. Das ist Ihre Meinung, können Sie auch. Aber jetzt gibt es eine mathematische Frage. Wenn die dort schon 40% haben und in die bevölkerungsreichsten Bundesländer wie Bayern, das zweitbevölkerungsreichste Bundesland von ganz Deutschland, 9 Millionen Wähler, 13 Millionen Bürger, bereits 16% haben, dann sagt mir Adam Riese oder Adam Ries viel eher, dann liegen es bundesweit in Deutschland bei 23-24%. Mhm. Wenn die stärkste Partei nur mehr 25% hat, die CDU, CSU, die in Bayern gerade das historisch schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte abfeiert, Entschuldige, Edmund Stoiber 50%,
60%. Edmund Stoiber 50%. Denen hat der Söder alle die Gurgel durchgeschnitten, okay. Und er rangiert mit 36%. Ja. Dann hätte ihm der Franz Josef Strauß am Blitz beim Scheißen geschickt. Ja? Oh, so hätte er sich geärgert. Sebastian, wer ist denn schuld an diesem AfD-Erfolg? Ist es das Versagen der Ampelkoalition, die Deutschland ja in einer Rezession führt und wo die Grünen ja eine Katastrophenpolitik betreiben, muss man ganz ehrlich sagen? Oder ist es die Zuwanderung, die die Deutschen überhaupt nicht im Griff haben und wo diese Frau Faeser, die in Hessen ja eine fürchterliche Wahlschlappe erlitten hat, komplett versagt? Oder ist es die wirtschaftliche Situation in Deutschland, wo man sagen muss, mit denen geht es derzeit bergab? Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass die AfD plötzlich so zulegt? Also ich glaube, da muss man differenzieren, vor allem wenn man die Wirtschaft betrachtet. Ich habe mir gerade die aktuellen Zahlen angeschaut. BMW zuletzt Gewinn 18 Milliarden Euro nach Steuern. VW zuletzt Gewinn 12 Milliarden Euro nach Steuern. Es ist nicht so, dass Deutschland, eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt, nicht auch noch immer prosperierende Konzerne hervorbringen würde. Das Problem ist vielmehr, dass von diesen Unternehmensgewinnen nichts mehr bei der breiten Masse ankommt. Das gleiche Problem übrigens, das wir in Österreich auch haben. Also das Problem, das wir haben, ist, wir haben eine groteske Koalition in Deutschland, die ja auch maßgeblich, wir haben es gesehen, die FDP ist ja aus dem Landtag rausgeflogen, also die Neoliberalen, das in Österreich die Neos, braucht echt keiner in der jetzigen Situation. Ich nehme an und wünsche es mir, dass die in Österreich das gleiche Schicksal nehmen. Aber in der jetzigen Situation erleben wir gerade, dass die Bevölkerung in Österreich genauso wie in Deutschland nach sozialer Gerechtigkeit strebt und dass sie extrem sensibel, ob das jetzt im Bereich von Konzerngewinnen ist, im Bereich der Besteuerung von Superreichen oder im Bereich der Zuwanderung, extrem sensibel darauf reagieren, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, wie wird zukünftig der Wohlstand in Deutschland oder in Österreich, in Ländern, die traditionell die letzten Jahrzehnte immer wachsenden Wohlstand erlebt haben, wie wird es damit weitergehen? Und ich verstehe, dass Menschen sensibel sind, wenn sie das Gefühl haben, sie sind die Verlierer der Modernisierung, der Globalisierung. Sie sind diejenigen, die quasi sich immer mehr einschränken müssen, während China, Brasilien und Co. macht, was sie machen wollen. Da verstehe ich, dass sie dann immer mehr sich entkoppelt fühlen von den Realitäten der politischen Eliten, das muss man auch zum Teil so sagen, die da in Berlin oder in Brüssel vielfach regieren. Und deswegen verstehe ich das gerade also im Osten. Also eine Frustrationspartei. Na, selbstverständlich. Das ist ja vollkommen klar, weil wenn du dir die Programmatik anschaust, die ja zum Teil neoliberal bis zum geht nicht mehr ist. Also liest einmal das AfD-Programm. Ich würde es wirklich empfehlen. Das ist überhaupt nicht fortschrittlich. Das ist eine antifeministische, wirklich rückwärtsgewandte, zum Teil meiner Meinung nach auch stark homophobe Programmatik, jetzt gesellschaftspolitisch. Und es ist wirtschaftspolitisch eindeutig gegen den sogenannten kleinen Mann gerichtet. Und paradoxerweise sind sie aber gerade dort am stärksten, wo die Menschen am meisten unter der Politik leiden werden. Das ist selber wie in Österreich. Das also eine Thema Mogelpackung. Ist aber, selbstverständlich ist eine Mogelpackung. Und das ist aber das Prinzip, das die Linken oder auch die Mitteparteien nie verstanden haben. Es ist vollkommen wurscht. Niemand interessiert sich für das FPÖ-Wahlprogramm. Niemand interessiert sich für das AfD-Wahlprogramm. Die interessieren sich zum Teil nicht einmal für die zweite und dritte Reihe in der AfD im Osten, wo man ja Leute wie den Björn Höcke unterwegs haben, den nicht einmal Sie gut finden können, Herr Gross. Also das ist denen wurscht, sondern sie sagen, ich wähle die Partei, und das war schon unter Haider so, über den wir heute auch noch reden werden, ich wähle den jetzt, auch wenn er vielleicht nicht 100% das widerspiegelt in seiner Politik, das ich möchte, der den bestehenden Parteien am meisten wehtut. Und wir wissen bei der AfD, und dann ist das Paradoxe, dass der Verfassungsschutz, Überwachungsstatus der AfD ja sogar noch hilft, weil es quasi diesen Nimbus von der Partei, die dem System unter Anführungszeichen am meisten wehtut, sogar noch unterstreicht. Man hätte davon ausgehen können, dass wenn eine Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, die breite Teile der Bevölkerung sagen, okay, da ist jetzt wirklich jede Grenze überschritten. Aber in dem Fall ist es leider so, dass die Menschen schon so angefressen sind, dass sie sogar bereit sind, eine im Ausland lebende Frau zu wählen als Heilsbringerin von Deutschland. Herr Dr. Kopeck, es ist nur zu einfach. Ja. Weil was sagen Sie? Sie sagen, dass der Wähler sich für das Programm der AfD nicht interessiert und von der AfD nur belogen und betrogen wird. Genau. Das heißt, der Wähler ist der Belogene und Betrogene, der zu deppert ist, hinter die Kulissen der AfD zu schauen. Das kennen der wir jetzt schon seit Jahren. Der rechtsextremen AfD, das kennen wir schon seit Jahren. Am Ende ist der Wähler schuld. Wenn wir in Deutschland einen Herrn Steinmeier haben, der sagt, es gibt keine entlastenden Gründe, wie vor Gericht für einen AfD-Wähler die AfD gewählt zu haben, also er muss sich vor der Geschichte verantworten. Wenn ein Herrn Söder im Wahlkampf sagt, so warm,
mir Gott helfe, werde ich die AfD verhindern. Der liebe Gott hat ihm nur nicht geholfen bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, er hat es Wenn du jetzt mit Teufel im Bunde bist, kannst du nicht auf den lieben Gott hoffen, das sage ich immer. Das ist beim Söder so. So, also das ist eure schlechteste Ergebnis. So, und dann hast du das Thema Verfassungsschutz in Deutschland. Da muss ich Ihnen ansagen, der Verfassungsschutz in Deutschland ist anders aufgestellt als in Österreich. In Österreich hast du einen Beamten das Verfassungsschutz aus wunderbaren Beamten, aus wunderbaren Verfassungsexperten etc. Die politische Nullgruppler größtenteils sind, wenn sie nicht gerade Schwarze sind. In Deutschland hast du einen CDU-Verfassungsschutzpräsidenten, der daraus in die verlängerte Wirkung seiner eigenen Regierung macht. Na, der Herr Hellwang. So, der nichts anderes macht, da kannst du die Parteizentrale der CSU aufhören. So, so. Damit das Problem sind wir ist, beim Schlussthema. Ja? Was war? Entschuldige. Ist die AfD eine rechtsextreme Partei? Nein, eben nicht. Wird sie je regieren können, ein Kanzler stellen oder was? Und ist sie ein vis-à-vis der FPÖ? Sind das dieselben Parteien? Du bist ja für beide eingeritten, du kannst das wie kein anderer vergleichen. Sind die zwei vom gleichen oder gibt es da große Unterschiede? Also, es gibt Unterschiede zwischen FPÖ und AfD. Die eine Partei ist gerade 10 Jahre alt, die FPÖ ist 40, 70 Jahre, 60 Jahre alt. Je nachdem, ob es den VDU dazu rechnest als Vorgängerorganisation, als Vorgängerpartei oder nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt inhaltliche Unterschiede auch. Die AfD ist, was das betrifft, viel wirtschaftsliberaler ausgerichtet. Die FPÖ positioniert sich als sogenannte soziale Heimatpartei. Der dritte Punkt, was Rechtsordnung, Sicherheit, Heimat, Identität betrifft, ist die FPÖ und die AfD vollkommen ident. So, du hast in jeder Partei irgendwo einen Nordensaum, den hast du bei der AfD, bei der SPÖ, bei der ÖVP, bei der CDU, bei der CSU. Das heißt, du hast immer in einer Partei, deswegen bin ich in keiner Partei mehr im Übrigen, Menschen, für die du dich genieren musst. Irgendeinen siebten Zwerg von links hast du. Gehöcke. Das hat die AfD, das hat die FPÖ, das haben wir die Roten, das haben die Schwarzen auch. Und jetzt zu Björn Höcke. Wissen Sie was? Ich bin bis heute dem Herrn Björn Höcke noch nie begegnet. Ich höre nur, dass er der Nosferatus von Deutschland sein soll. Ein fürchterlicher Rechtsextremer, ein Neonazi, steht unter Verfassungsschutz, alles. Jetzt habe ich das gleiche über die bayerische AfD gehört. Jetzt war ich 13.000 Kilometer dort und habe hunderte von deren Funktionären kennengelernt. Ich sage Ihnen, wissen Sie, wie ich mir vorgekommen bin? Wieder in der guten alten CSU eines Franz Josef Strauß. Vernünftige Leute. Ein Fleischer, ein Metzger, ein Hufschmied. Gute Leute. Ein Freiberufler, ein Arzt, ein Unternehmer. Tolle Leute, anständige Leute, die auf mich zukommen sind und die haben gedacht, das ist eine tolle Truppe. Daher in Österreich, das sind alles Neonazis. So wie man über uns als Freiheitliche im Ausland immer gesprochen hat, wir sind Neonazis in die 2000er Jahre. EU-Sanktionen hat es gegeben. Und wissen Sie was, jetzt kündige ich Ihnen was an. Ich werde jetzt mit dem Herrn Höcke Kontakt aufnehmen. Ich würde mich gerne mit ihm treffen. Weil ich möchte mich auch bei Selfie. Ihm als Höcke... Ein Selfie. Weil, nein, ich möchte mich auch was Höcke davon überzeugen, ob das, was im Ausland über ihn gezeichnet wird, wirklich stimmt. Ich habe mittlerweile die Weidel kennengelernt, den Kruppeler. Das sind gute Leute im Übrigen. Ja. Ich kenne die der FPÖ genauso gut Platz. Sie sind Schwesterparteien, sie sitzen im Übrigen in der gleichen EU-Fraktion drinnen. Und also, werden letztendlich beide einen Kanzler stellen in Österreich und in Deutschland? Also ich bin mittlerweile ein Alice-Weidel-Fan geworden. Ich plädiere Alice Weidel, die nächste Kanzlerin. Wenn die kandidiert, dann helfe ich der AfD sicherlich wieder und renne dort durch alle Bundesländer. Wenn es sein muss, ich halte es eine taffe, intelligente, tolle Frau. Das war Runde 2, bevor es jetzt zu Handgreiflichkeiten kommt, gehen wir in eine kurze Werbepause und kommen dann mit dem Thema zurück, dessentwegen die AfD angeblich gewonnen hat. Nämlich zur Tatsache, dass in den letzten Tagen, in Wahrheit natürlich schon seit Monaten, Asylsuchende Deutschland stürmen und die Deutschen diesem Ansturm nicht mehr Herr werden. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir haben die zweite Runde hinter uns, wieder überdurchschnittlich friedlich. Das wird sich jetzt aber ändern, denn jetzt kommen wir zum Thema. Da gehen hier immer die Emotionen hoch. Zurück. Übrigens auch bei Ihnen zu Hause. Nämlich zur Frage, ersticken wir derzeit unter einer Einwanderungswelle? Innenminister Kahner sagte, in Österreich ist das nicht der Fall. Er hat die Einwanderungswelle gestoppt.
Er hat sie wieder auf ein Drittel reduziert. Es sind so wenig wie seit Jahren nicht mehr, die nach Österreich herein wollen. In Deutschland ist es definitiv umgekehrt. Dort sind so viele wie noch nie, die derzeit nach Deutschland hinein wollen, die die Grenze stürmen. Und da gibt es jetzt schon riesige Themen. Wie stoppt man das? Soll man sie nach Österreich zurückschieben etc.? Und das, ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Weil du in Wahrheit in deinen beiden Feststellungen, was die Deutschen sagen und was die Österreicher sagen, ja, vor allem Kahner, in Wahrheit den Widerspruch des Wahnsinns gerade selbst dargestellt hat. Ja, der Herr Kahner sagt, er hat noch nie so viel Leute im Land gehabt. Und die, nein, Deutschen, und die Deutschen, und die Deutschen so sagen, wenig, nicht so viel. So wenig, ist noch nie so wenig. Der Herr Kahner in Österreich sagt, er hat noch nie so wenig Leute im Land gehabt. Und die Deutschen sagen, sie haben noch nie so viele am Tag einer kriegt wie jetzt. Ja. Die Frage ist nur, nachdem Deutschland nicht an Italien grenzt, genau, sondern, und die Asylwerber nicht über uns drüber fliegen, mit dem Segelflieger über den, ja, Brenner, und auch nicht über die Steiermark mit einer Rakete irgendwo in München landen, und auch nicht über den Flughafen, genau, Brandenburg daherkommen, ja, ist das Folgende. Ja. Und das habe ich im deutschen Wahlkampf auch so lustig gefunden. Da kommen jeden Tag 600 bis 800 Leute gerade in Bayern herein, allein in Bayern. Ja, ja. Zwischen Passau und Freilassing. 2400 sind sie insgesamt. Genau. Da. So, allein auf der kleinen Grenze kommen 600 einer. Nur was die bayerische betrifft. Freilassing, Passau. Da kommen 600 einer. Und jetzt kommt Folgendes. Dann fährt der Herr Nehammer nach München, trifft sich mit dem Herrn Söder. Und der Söder sagt dann dort drauf, wir müssen mehr Asylpolitik wie die Wiener machen und weniger wie die Berliner. So. Das, was er nicht weiß, der Herr Söder, ist, dass ihm die Wiener 60.000 im Jahr durchwinken. Und jetzt kommt noch was. Die beste Geschichte. Mehr als 60.000. Weißt du, mit wie vielen Drohnen die österreichische Südgrenze überwacht wird? Also ja. Ungarn, Slowenien, Italien. 300 Drohnen hat unsere österreichische Polizei, die sogenannten Einheiten, die an der Grenze stationiert sind. Dass die dort funktionierend eingesetzt sind. Wenn sie überhaupt alle fliegen können, brauchen wir nicht reden. Ja, da fällt die Batterie bei zwei Drittel der Geräte. Aber weißt du, wie viel die Bayern eingesetzt haben? Ja. Drei. So, genauso viel das Wissen, dass jeden Tag 800 Illegale reinkommen. Und dann habe ich noch einen super Schmäh gehört. Das war überhaupt das Beste. Schlag in München die Zeitung auf Söder, 10.000 Polizisten mehr an der Grenze. Denke ich mir, scheiße, bei meiner Geschichte mit dem Söder, wenn ich da wieder über Passau reinfahre, vielleicht erkennt mich einer und sagt, na, Sie haben da Einreiseverbot, Sie sind ein Feind vom Söder. So, fahre über die Grenze einer, keine Kontrolle. Drei Tage später, nachdem der Herr Söder selbst an der Grenze war. Das heißt, was wir in Deutschland erleben, ist Lug und Druck fortgesetzter der Integrationspolitik. Gut. Die CDU, die CSU, jetzt fangen die Grünen, die SPD alle an, eine Obergrenze zu fordern von 200.000. Weißt du, was wir in Deutschland brauchen? Eine Obergrenze für Abschiebungen, und zwar 200.000 im Jahr. Ja? Nicht 200.000 zusätzlich, sondern 200.000 pro Jahr weniger. Ich wollte gerade fragen, war diese Wahl eine Abrechnung mit der, natürlich, Immigrationspolitik, natürlich, der Ampel? Zu 80%. Und hat Deutschland ein Zuwanderung? Ja, selbstverständlich, das merken Sie jetzt selbst. Also all das, was von allen beschworen wurde, das ist rechtsextremer Humbug, das ist Spuk, das ist Geister der Vergangenheit beschwören. Mittlerweile sagt die Frau Ricarda Lang, das ist die jeden Abend der Schmarrnferkel isst und uns sagt, wir sollen Heuschrecken fressen. Ja. So, nur damit, eh schon wissen. So. Und die Frau Baerbock und der Herr Scholz und die Frau Faeser und der Herr Söder, der Herr Merz, der Herr Lindner, plötzlich sagen alle, wir haben ein Zuwanderungsproblem in Deutschland, weil die Merkel, die mit Orden überhäuft worden ist, vielleicht doch einen Schaden angerichtet hat, nachhaltig. Jetzt streiten sie darüber, ob sie eine Obergrenze von 200.000 nur haben, nur, weil es mittlerweile 1 Million irgendwo einer kriegen im Jahr, nicht mehr wissen, die Kindergärten hast nur mehr einen 95%igen Sprachanteil, nicht mehr Deutsch, die Schulen sind überfüllt, die Asylheime sind überfüllt, in Bamberg du, haben sie all inklusive Hotel stehen, da ist das haben Chaos pur. Haben die Deutschen ein Zuwanderungsproblem, herrscht dort wirklich Chaos pur derzeit? Na, Chaos herrscht dort mit Sicherheit nicht. Also nicht. Das, was wir erleben, wann waren Sie das letzte Mal in Deutschland? Oft genug. Wann waren Sie das letzte Mal in Deutschland? Vor ein paar Monaten. Aha, wo? In Berlin war ich. Ah, ja. Und es war sehr friedlich. Ja, da waren Sie vor zwei Jahren bei der sehr Bild. Ruhig. Ja? Nein. Im Springer Verlag und haben Sie sich dort ein Gratis-Buffet gekauft. Und mit dem Taxi sind Sie zum Flughafen gefahren. Fahren Sie mal nach Neukölln. Meine Frau war vor kurzem. Sie stellen mir eine Frage, ich antworte Ihnen, wenn Sie wollen. Okay, außer Sie machen das alleine jetzt. Heute diskutiere ich. War oder war kein Völler? Dann machen Sie eigene Sendung, schauen wir, wie viel Quote das hat. Ich glaube,
Probieren wir es einmal. Ich glaube, es wurde schon probiert und wegen Quotenlahmheit abgesetzt. Kann mich nicht erinnern. Ich schon. Wie auch immer, jedenfalls, ich kenne Deutschland und ich habe viel mit Menschen in Deutschland auch zu tun. Zugegeben nicht sehr viel mit Menschen in der AfD oder NPD oder wie die ganzen Nazi-Gruppierungen, die es in Deutschland gibt, heißen. Aber mit Menschen, die sich auch der Mitte zugehörig fühlen. Und ich glaube, dass etwas, das in Deutschland genauso wie in Österreich zutreffend ist, auch offen angesprochen werden muss. Es gibt einen Unterschied zwischen unkontrollierter Einwanderung, egal unter welchem Titel, und einer gesteuerten Migration. Eine gesteuerte Migration brauchen wir. Wir brauchen sie in Deutschland, da gibt es Berechnungen von ungefähr 1 Million Menschen, die pro Jahr zuwandern müssen, um das Wirtschaftswunder, diesen Wirtschaftsmotor Deutschland aufrechtzuerhalten. Und wir wissen auch in Österreich, dass wir gezielte, gesteuerte, qualifizierte Zuwanderung brauchen. Das Problem, das wir haben, ist nicht die Zuwanderung per se. Das Problem ist auch nicht, dass Menschen vielleicht eine andere Hautfarbe haben als Sie oder eine andere Sprache sprechen als Sie oder eine andere Glaubensrichtung haben als Sie oder einen anderen Lebenswandel haben als Sie. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht darauf schauen, wer wirklich zu uns kommt. Und dass wir daher eine große Divergenz haben zwischen dem, was wir an Zuwanderung brauchen und dem, was wir an Zuwanderung bekommen. Und ich glaube, dass wir das hat nichts mit Rechts zu tun. Das ist gesunder Menschenverstand, wenn wir sagen, wir brauchen Menschen, die in der Pflege tätig sind, wir brauchen Menschen, die im Sozialsystem unterstützen, aber wir kriegen Menschen, die Frauen die Hand nicht geben. Das ist nicht kompatibel. Und ich glaube, das ist genau das, was wir in Deutschland auch erleben. Die Deutschen haben einen Sog-Effekt als eine der stärksten Ökonomien, so wie es die Amerikaner ja auch haben. Das sind wirkliche Staubsauger. Also die saugen aus ganz Lateinamerika und Südamerika die Leute auf in den USA. Die Amerikaner, ja. Und Deutschland ist das ungefähr so wie die USA halt im Herzen von Europa und die saugen und saugen und saugen. Und dadurch, dass Leute wie der Viktor Orban, die ich glaube, ich habe vor kurzem mal Statistik gesehen, 25 Asylanträge wurden im Jahr 2023 in Ungarn gestellt. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Warum? Richtig, wie geht gut das? So. Gut so. Ja. Wisst ihr, was der Viktor Orban macht? Ja. Der lässt einfach alle durch. Das finde ich nicht gut. Wie die Österreicher. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Wie die Österreicher. Ich finde das nicht gut. Wie die Österreicher. Ich finde das nicht gut. Wir lassen 120.000 einfach durch. Der Kahner muss ja eine ähnliche Politik jetzt betreiben, weil sonst könnte es ja nicht sein, dass er das um 70% zurückgibt. Ich glaube, das, was wir gerade machen, ist in Wirklichkeit Raubbau an Deutschland. Es ist in Wirklichkeit ein Durchwinken, ein Problem kaschieren. Und es ist doch vollkommen logisch, dass früher oder später Deutschland, wenn sie keine qualifizierte Zuwanderung haben, sondern eine unkontrollierte Zuwanderung, früher oder später sagen werden, wir haben ein Problem, weil die Zuwanderung, die wir haben, nicht die Zuwanderung ist, die wir brauchen. Und es ist überhaupt nicht also rechtsextrem, das anzusprechen. Also ein Zuwanderungsproblem in Deutschland. Ich sehe, dass die Art der Zuwanderung, wie sie in ganz Europa passiert, ein Problem ist. Statt dass wir den Menschen, die in Nordafrika oder in Vorderasien oder wo auch immer leben und sagen, sie wollen sich eine neue Zukunft in Europa aufbauen. Also du bist jetzt auch so weit, dass du sagst, sperren wir die Grenze. Nein, ich war immer schon und lass man nur mehr die rein, die qualifiziert vor sind, zwei oder die Familie. Ich habe schon vor 3, 4 und 5 Jahren gesagt, machen wir endlich Botschaftsasyl. Machen wir endlich Städten, wo Menschen versorgt und ausgebildet werden, aber dort und nicht bei uns. Versuchen wir, legale Fluchtwege zu organisieren. Das habe ich immer schon ist gesagt. Ja gut und recht. Immer schon. Ja, aber das ist ja auch gut aber seit recht. 5 Jahren und ja. Eigentlich jetzt schon seit bald 7, 8 Jahren, seit 2015. Aber du bist gegen ihn losmarschiert, wie er gesagt hat, er will einen Zaun bauen, er will dort alle abwehren. Jetzt sage ich dir was. Er hat ja gesagt, wenn es sein muss, muss man schießen. Wolfgang, genau. Also jetzt sage ich dir was. Was ist der Unterschied in der Position? Erstens einmal, ich sage nicht, dass alle Menschen so am Bart haben, 2 Meter groß sind und alle Akbar. Das sagt er. Das sagt er. Das ist rassistisch. Das mache ich nicht. Ich wüsste ja nicht, dass das eine Religion eine Rasse ist. Ich bin auch nicht der Meinung, was ich mir von Björn Höcke und anderen anhören muss, dass es irgendwie kulturfremde, also nicht böse sein, aber ich glaube, dass sie in Afrika und in Asien auch eine Kultur haben. Ist halt eine andere als unsere. Also kulturfremd, kulturfern ist ein Blödsinn, ist eine andere Kultur. Das kann man auch als Bereicherung sehen. Also diese rassistischen Codes und unterschwelligen, ausländerfeindlichen Sachen, willst die lehne nicht? Ich ab. Das hilft uns auch nicht. Gut, ja? Das ist plump und dumm. Aha. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist eine Debatte mit offenem Visier, wo wir ansprechen, dass wir eine unqualifizierte, unkontrollierte Zuwanderung nicht ertragen. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt gerade in Teilen von Wien und Europa sehen, nämlich dass Menschen, die ganz offensichtlich so radikalisiert sind, dass sie Terroranschläge verherrlichen, da haben wir ein Problem. Das müssen wir offen ansprechen. Das müssen wir vor allem als Linke meiner Meinung nach mit offenem Visier ansprechen, weil ich stelle mich nicht schützen also vor irgendwelche Pseudo-Terroristen. Es ist zu viel, wir haben zu viel unkontrollierte Zuwanderung. Ja, definitiv. Wir haben die falsche Vorstellung.
Form von Zuwanderung. Ja, selbstverständlich. Ja. Das müssen wir doch endlich einmal akzeptieren. Herr Dr. Palmena, das erkenne ich ja an. Ich erkenne ja an, dass Sie die Wandlung durchgemacht haben vom Teddybärenwerfer aus dem Jahr 2015, der Faymann verteidigt hat, dass er sein Dirl mit Seitenflügeln gebaut hat, alle reingelassen haben, dass Sie in Wahrheit mich die letzten 5 Jahre als Nazi bezeichnet haben, als Rassisten, als Kameraden, als alles Mögliche. Passt schon, brauchen wir nicht weiter ausführen. Das geneigte Publikum kennt Ihre Geschichte. Nicht in Ihre Opferrolle. Überhaupt nicht. Schauen Sie sich nicht in Ihre Opfer. Wissen Sie, was wir für ein Problem haben? Sie fragen sich, warum Deutschland so saugt. Von überall her, wie Amerika. So. Wissen Sie, ich sage es Ihnen ganz einfach. Sie sind ja der Sozialdemokratie nicht ganz abgeneigt, oder? So ist es. Oh gut, okay. Es ist Ihre sozialdemokratische deutsche Ministerkollegin Nancy Faeser, die während des Wahlkampfs einmal mehr gemeint hat, wir müssen Afghanen nach 6 Monaten einbürgern. Außer Streit gestellt. Einbürgerung nach 6 Monaten. Vornehmlich Afghanen, weil in Wahrheit die langen Einbürgerungszeiten die Integration verhindern. Aussage Nancy Faeser. Es sind die deutsche Bundesregierung, die sagt, kommt alle her, wir haben das Bürgergeld und wir hätten Hartz IV und sonstiges auch noch. Wir in Österreich und haben mehr und trotzdem und wir haben die Sozialleistungen. Das ist ungerecht. So, das ist das Hauptproblem. Wir hätten mehr. Wenn heute, Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie mich an, wenn ich... Ich kann beides. Ja, das ist das Problem. Er ist Multitasker. Ja, eben nicht. Schau mich an. Ja, Herr Dr. Bornmänner, wenn heute in Kabul City ein Mann, 2 Meter groß, mit einem langen Vollbart, der sich als Minderjähriger Unbegleiteter ausgibt, der Meinung ist, er... Herr Mölzer, oder was? Der Witz war gar nicht muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, haben Sie vollkommen recht. Nur der fällt nicht mehr als unbegleiteter Minderjähriger. Sondern eher als außenpolitisch Verirrter. Aber auch unbegleitet. Aber ich mag ihn. Ich mag den Arne Mölzer. Okay. Ich habe ihn immer mögen. Also ich stehe auch zu solchen Dingen. Soll jeder machen, was er will. Aber jetzt was anderes. Wenn wir folgende Situation haben, dass wir ständig die Lockrufe in unsere Sozialsysteme aussenden, genau, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nicht leistungsbereite Arbeitnehmer bekommen, sondern Menschen, die in das Sozialsystem wollen. Es ist recht einfach. Wenn wir den Lockruf aufsenden, Freunde, wir haben 300.000 Arbeitsplätze, ihr macht einen guten Job, wenn ihr euch durch uns ausbilden lasst, und dann machen wir auf und sagen, wer kommt jetzt? Aber da kommt keiner. Und jedes Mal sagen wir, Sozialsystem, Sozialsystem, Sozialsystem. Das in 20 Sprachen brauchst du nicht, oder? Okay. Wenn du nur Sozialfälle kriegst. Wir wollen ja nur Sozialfälle. Falsche Einwanderungspolitik. Und jetzt müssen wir bei der Hartinger klein. Was muss passieren? 150 Euro im Monat für Asylbewerber, ja. Und lieber mehr Sachleistung als Geldleistung. Wenn du das umdrehst, ist die Geschichte erledigt, ist der Zinnober vorbei. Was muss passieren? Als Asylbewerber. Schau, wir haben jetzt in Bayern. Wenn du von 100% Abschiebequote im Jahr nur 7% der negativ beschiedenen Asylbewerber durch den Innenminister Herrmann überhaupt abschieben lassen und in Österreich die Abschiebequote auch so ist, klar, weil wir uns nichts mehr trauen, wohin abzuschieben, weil ja überall Krieg mittlerweile herrscht, dann darfst du dich nicht wundern, wenn irgendwann in deinem eigenen Land Krieg herrscht. Ja? Und zwar Konflikt, in dem Fall sozialer Konflikt, gesellschaftlicher Konflikt. Das heißt, wir müssen konsequent abschieben, wir brauchen konsequente Rückführungsabkommen mit den Ländern, die uns ihre Glückskinder in Wahrheit entsandt haben, die bei uns unbrauchbar sind, in Wahrheit für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft gänzlich unbrauchbar, die sollen wieder heimgehen. Ist ja überhaupt kein Problem. Gastrecht ausgenutzt, passt, seid keine Gäste mehr, geht's wieder heim. Das passiert in jedem Wirtshaus, wenn sie einer deppert bin ich. Okay, das ist nicht rassistisch im Übrigen. Wenn einer sein Bier nicht zahlen kann, wird er ausgeschmissen. Das war Runde 3, kurze Werbepause und dann fragen wir den Gerald Gross, warum er heute da im Dirndl. Also wenn du zwischen einem Kleid und einem Sakko nicht unterscheiden kannst, solltest du dich vielleicht auch langsam einweisen lassen. Wir sind geil. Ja. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, es muss ein ganz besonderer Tag heute sein, weil der Gerald Gross kommt zu uns, so es war Kirchenbesuch angesagt, ja, so kommt man normalerweise am Sonntag zum Hochamt daher, wenn man südsteirischer Großbauer ist. Praktisch, Gerald Gross hat das männliche Dirndl angezogen, den Kärntner Trachtenanzug mit, was ist das da, Jörg Heider-Stecknadel?
Das ist die Christoph-Bruderschaft. Ah, der Bruderschaft, gut. Ja. Also die Al-Qaida-Medaille haben wir nicht umgehängt heute, aber dafür halt du, einen Kärntner Draht. Geht es ein bisschen ernsthafter oder tun wir nur blödeln? Ich weiß, dass du Geburtstag hast, deinen 74. Ja. am Freitag. Wollen wir, du hast recht, wollen wir ein bisschen weniger lustig sein, denn es ist der Todestag und das ist natürlich nicht unbedingt zum Lachen. Wir haben heute Abend den 15. Todestag von Jörg Haider. Er wäre jetzt 73 Jahre alt, also im besten politischen Alter, wenn man nach Donald Trump in den USA Joe könnte Biden er auch Präsident geht. Werden. Und er hätte wahrscheinlich einiges bewegt in dem Land. Der Robert Miesig hat gestern unverschämterweise gesagt, wäre eine Diskussion mit Haider, dann würde er gerade aus dem Gefängnis kommen. Was sagt denn der Sebastian Born-Mena dazu? Was ist denn die Bilanz zu Jörg Haider an seinem 15. Todestag? Also wenn man sich die Skandale, die Jörg Haider ausgelöst oder mitproduziert hat, anschaut, dann kann die Einschätzung von Robert Miesig durchaus in die richtige Richtung gehen. Das Ende des Jörg Haider, wir dürfen nicht vergessen, er wurde auch, wenn das immer wieder im Internet kursiert, nicht vom Mossad umgebracht. Es waren nicht irgendwelche Bankenverschwörungen und irgendwelche Geheimdienste, die ihn ermordet haben, sondern er ist offensichtlich im volltrunkenen Zustand mit dem Auto gegen die Wand gefahren. Also das ist etwas, das müssen wir schon noch bitte mal hinstellen, weil etwas, was mir extrem auf die Nerven geht, wenn wir über Jörg Haider sprechen. Vor kurzem habe ich auch angesichts seines Todestages eine Dokumentation gesehen über das Leben und das politische Wirken des Jörg Haiders. Was wir nicht vergessen dürfen, ist diese wirklich von Heuchelei triefende retrospektive Heldenverehrung des Jörg Haiders, wo sogar Leute, die ihn aktiv bekämpft haben zu seinen aktiven Zeiten, Stichwort FPÖ gegen BZÖ, jetzt auf einmal sagen, der Jörg Haider war der wichtigste Mensch. Wir haben heute ein Bild im Internet, da kniet HC Strache, Krater HC zwei Strache. Kerzeln vor der Haider-Gedenkstätte. Ja, genau. Habe ich ein bisschen geschmacklos gefunden, Gerald Groß, oder? Schau, es gibt im Leben. Auch wenn du allen das, die ja keine. Aber Entschuldigung, darf ich jetzt noch kurz was sagen zum Jörg Haider und seinem politischen kurz auf Bilanz. So weiter, also mir ist wichtig, dass man auf den Jörg Haider, ich verstehe, es gibt ein paar Lebensmenschen von ihm, aber abgesehen davon, von der persönlichen Beziehung, die manche von ihnen offensichtlich zu ihm gehabt haben, ist mir wichtig, auch seine politische Bilanz anzuschauen. Mhm. Und Jörg Haider ist schon maßgeblich für den Rechtsruck in Österreich verantwortlich. Jörg Haider ist maßgeblich dafür verantwortlich. Erinnern wir uns an seine ordentliche Beschäftigungspolitik-Aussage in Kärnten im Landtag, dafür, dass Sachen gesagt werden durften, die vorher Gott sei Dank nicht gesagt wurden. Also Jörg Haider ist nicht nur ein Rechtspopulist, sondern meiner Meinung nach tief in den rechtsextremen Bereich abgerutscht und hat maßgeblich befördert, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Und das ist etwas, den Menschen Jörg Haider mag ich nicht bewerten, denn ich kannte ihn nicht. Jetzt kann ich mir anschauen, was er für einen Umgang pflegt und wie er seinen Lebensstil ausgeschaut hat, vom Anfang bis zum Ende. Das kann man bewerten, wie man möchte, aber ich glaube, es sollte hier um eine politische Bewertung gehen. Genau. Wenn man es politisch bewerten, dann muss man ehrlicherweise sagen, das ist eine gescheiterte Persönlichkeit. Weil das, was er am Schluss angestellt hat, mit FPÖ und BZÖ. Wenn wir uns anschauen, was für Menschen der in Regierungsämter geholt hat, Stichwort The World is Too Small in Vorarlberg und so weiter, Hubert Gorbach oder Monika Forstinger oder ich weiß nicht, ich glaube, da waren ja im Minutentakt irgendwelche neuen Minister und Vizekanzler in der Regentschaft dort. Also das, was der an Politleichen produziert hat, ist schon noch etwas, worüber wir reden sollten. Also bitte bei aller Heldenverehrung, und ich verstehe, Sie haben ein persönliches Naheverhältnis zu ihm und gehabt und offensichtlich immer noch, das gestehe ich Ihnen zu. Aber versuchen wir trotzdem heute an seinem Todestag eine politische Bilanz auch zu ziehen, frei von diesen persönlichen Befindlichkeiten. Ja, einer der Überlebenden dieser Haider-Ära, der nicht zu den Politleichen gehört oder der wie ein Phönix aus der Asche der Politleichen auferstanden ist, Gerald Groß. Heute in Gedenken an Jörg Haider im Kärntner Anzug, was ich sehr passend finde. Brauner Janker. Und dieser Sendung auch ein gewisses Styling gibt. Gerald, graue Waldviertel. Gerald, du bist ja ein Jörg Haider-Verehrer, ein wirklich auch bekennender Jörg Haider-Verehrer. Wie siehst du mit 15 Jahren nach seinem Tod sein Lebenswerk? Schau, du hast mir vorher eine andere Frage gestellt, wie ich das sehe, dass Heinz-Christian Strache vor der Unfallstelle vom Denkmal kniet. Schau, es gibt im Leben anständige und es gibt unanständige Leute. Und es gibt anständige Leute, die es geschafft haben, ihren Frieden mit Jörg Haider zu machen und 15 Jahre später
auch ihren politischen Frieden mit ihm gemacht zum Beispiel? Zu haben. Zum Beispiel Heinz-Christian Strache, zum Beispiel die Protagonisten vieler unterschiedlicher Parteien, die in den einzelnen Dokumentationen vorgekommen sind und auch gute Worte über Jörg Haider gefunden haben, obwohl sie ihn vielleicht ein Leben lang bekämpft haben. Zum Beispiel Alfred Gusenbauer, der an der Totenbahre beim Begräbnis in Wahrheit sehr versöhnliche Worte gesprochen hat. Es gibt Anständige und Unanständige. Ich möchte die Anständigen loben und ich möchte sagen, 15 Jahre später nach dem Tod von Jörg ist tatsächlich keine Zeit mehr, da haben Sie vollkommen recht, quasi Tränen in den Augen zu haben und emotional auf alles zu reagieren, sondern ich glaube, es ist tatsächlich gelungen, er ist jetzt eine historische Persönlichkeit. Es gibt nach wie vor eine große Verehrung, die gibt es, wenn heute 13-, 14-Jährige auf TikTok Videos von ihm posten, von vor 15, 20 Jahren, die werden millionenfach geteilt, das sind junge Menschen, die ein, zwei Jahre nach seinem Tod auf die Welt gekommen sind, zu Russland, zur Ukraine, zur EU, zum Bankensystem, dann sind seine Botschaften, würde ich sagen, die er zeit seines Lebens 35 Jahre formuliert hat, zeitgemäßer denn je. Er ist in Wahrheit unsterblich geworden, auch in der politischen Botschaft. Wie man ihn politisch beurteilen will, meine Meinung dazu, gegenübergestellt zu Ihrer Meinung. Ich halte ihn für einen brillanten Rhetoriker. Das war er, unbestritten. Er war ein hochanalytischer und intellektueller Geist, auch als Verfassungsjurist, der nicht nur oberflächlich poltern konnte, sondern in die Tiefe gehen wollte, lebenslang lernte. Stichwort Harvard. Ich halte ihn für einen Menschen mit hoher sozialer Intelligenz und Empathie. 1,50 Euro Big Mac wäre ihm nie passiert. Er kannte, glaube ich, den Namen jedes Österreichers. Und den Kärntnern hat er dreimal die Hand gegeben. Er hat sich um jede noch so kleinste, für Außenstehende, kleinste Kleinigkeit für den jeweiligen Menschen ein großes Problem gekümmert. Das hat ihn ausgemacht. Er hatte tatsächlich, das möchte ich sagen, heute haben wir Politiker, die machen ihren Job, die sagen, das ist ein Geschäft, wir siegen oder wir verlieren und wir haben ein Mandat. Ich bin tatsächlich der Meinung, er hat Menschen geliebt, wirklich. Das war auch im Übrigen eine seiner großen Schwächen, dass er vielen Menschen in Wahrheit Vertrauen geschenkt hat, den wo er dann irgendwo im Häfen gelandet sind oder Skandale produziert haben. Das war sein großer Fehler, das sage ich immer. Sein übergroßes Vertrauen in jeden. Das hätte ich nie gemacht, aber das war sein Wesen. Was er politisch hinterlassen hat, möchte ich auch eines sagen. Er hat in Wahrheit Österreich aufgebrochen nach dem großkoalitionären MIF. Das kennen Sie nicht, da waren Sie 10 Jahre alt. Es geht heute nicht anders. Ich war 10 Jahre älter als Sie. Es ist so, ja, ich bin 10 Jahre älter als Sie. Es ist so. Er hat es aufgebrochen, Stichwort Franitzky, Stichwort Mock, Riegler, Bussek und wie das alles geheißen hat, von ÖAB bis zum Durt und Autofahrerverein, ÖAMTC, Nationalbank, Arbeiterkammer, Privilegien, alles, die ganzen Stichworte. Er hat das ORF-Monopol aufgebrochen, dass Sie beide mit ihm heute hier in diesem Studio sitzen, haben wir ausschließlich Herr Haider zu verdanken. Also, der 1998 zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist und das Monopol in Österreich aufgebrochen hat, hat erstmals Privatsender dadurch möglich geworden in Österreich. Naja. Reden Sie mit den Antennengeschäftsführern, also reden Sie mit den ersten Privatradio-Beziehern. Ich habe den Wolfgang Fellner. Ja, der macht ja erst seit 10 Jahren Fernsehen. Ich bin Antennengeschäftsführer. Ich bin Antennengeschäftsführer. Dann rede mit der Antenne Steiermark beispielsweise. Dann rede mit denen, die 2001... Mein Jörg Haider hat das überhaupt natürlich, nicht. Natürlich. Du, aber bevor so wir jetzt so, alle... Er hat das Kinderbetreuungsgeld eingeführt, die Abfertigung neu. Ja. Nein, es ist so. Bevor wir beide in Tränen ausbrechen, weil das ist ja fast überrührend, was du hier... Warum überrührend? Es ist die Wahrheit. Unglaublicher, lieber Mensch und so weiter. Muss man nicht gleichzeitig sagen, dass er gescheitert ist. Der Mann wollte Bundeskanzler werden und hat in Wahrheit eine eigene Regierung, die er hatte, zertrümmert. Er wollte seine Partei zur stärksten in Österreich machen und hat sie zertrümmert und ist dann mit einem kleinen BZÖ-Furzerl in Rente oder in die ewigen Jagdgründe abgefahren. Und er hat eigentlich politisch nicht sehr viel weitergebracht, wenn man jetzt von seinem Ausländer rausfuhrt. Ja, aber jetzt sagen wir uns einmal ehrlich, die erste Zertrümmerung hat stattgefunden 2002 mit Knittelfeld. Warum? Ja. Weil in der Regierung Riesbasser, Grasser, Westenthaler, die dann zurückgetreten sind, in Wahrheit das Gegenteil von dem gemacht haben, was er 99 versprochen hat. Das ist ein Blitz. Und da, es ist so. Entschuldige, eine Steuerreform haben sie nicht hingekriegt, aber die Opfernjäger haben es gekauft. Noch einmal. Und dann hast waren und viele Menschen in dem Land Haider, reicher, aber Haider, die große Mehrheit nicht. Und der Haider hat mit den Opfergängern nichts zu tun gehabt. Da kann ich mit dir streiten. Nein, eben nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Ich war Pressesprecher vom Herbert Haupt
Und wie sie zu uns kommen wollten, ich weiß auch genau, wer die waren. Ich kann es gerne mal nennen, ich werde es in einem Buch vielleicht veröffentlichen. Ja, von wem die gekommen sind, dass wir beim Eurofighter mitstimmen sollen, wessen Mitarbeiter die waren vor allem, wer da mitgeschnitten hat, haben wir sie hochkantig rausgeschmissen und der Jörg hat uns beknitscht, bestimmt ja nicht bei dem Eurofighter-Deal zu. So, und wie er gesehen hat, dass das unausweichlich ist, dass wir nicht ein zweites Mal die Regierung in die Luft sprengen, hat er was anderes, nein, gar nichts. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat die ganzen Gegengeschäfte in diesen Science Park, in den Lakeside Park und dort hat er geschaut, dass die Betriebe im Lakeside Park von Infineon etc., wie es alle geheißen haben, in Kärnten Gegengeschäfte gemacht haben. Der Mensch war sowas von grundsätzlich bescheiden. Politisch ist er aufgetreten wie ein Superstar, wie ein Popstar. In seiner persönlichen Lebensführung wurde er bescheiden, der hat nirgends in seinem ganzen Leben mitgeschnitten. Sag mal, der erste nicht ein riesen Erbe. Der zweite Punkt ist, ja, aber da schneidet man nicht mit, Herr Dr. Bormena. Wenn ich schon volle Taschen habe, Herr Dr. Bormena, es war also kein Erbe. Er hat seinem Onkel auf Leibrente ein Grundstück abgekauft. Wissen Sie, was die besondere Tragödie an der Geschichte ist? Dass dieser Onkel ihn um 10 Jahre überlebt hat. Ja. Wenn Sie das Prinzip von Leibrente kennen, dann werden Sie bemerken, dass das kein gutes Geschäft für den Herr Geider war, wenn er 10 Jahre vor seinem Onkel gestorben ist, dem er dann noch 10 Jahre drüber aus dem Erbe die Leibrente zahlen. Das ist nur so ein Nachdenken. Kann ihm relativ wurscht sein. Kann ihm relativ wurscht sein, aber seinen Erben in dem Fall war es nicht wurscht. Oder wäre, glaube ich schon, weil die sich gern gemacht haben in der Familie. Aber es ist so, wie es ist. So, und was war er? Er hat, weil du sagst, wollte er Bundeskanzler werden. Ich bin der Meinung, er hat 1998, gescheitert, habe ich gesagt. 1998, 99, 97, 98, 99 hat er für sich das Ziel formuliert, Bundeskanzler zu werden. Eben. Das stimmt. Wenn du mich fragst, der Haider zwischen 2000 und 2008 bis zu seinem Tod, ist in seiner Rolle und in seiner Verantwortung als Kärntner Landeshauptmann voll aufgegangen und hat in Wahrheit den Wunsch, Bundeskanzler zu werden, selbst abgeschrieben. 97 gebe ich da recht. Er weiß nicht, zusammengebracht hat, deshalb. Du. Schau, also jetzt muss ich da Folgendes sagen. Weil er wenn er nicht am 10. Weil er Oktober, Angsthase ich sag das ganz ehrlich, wenn er nicht, ich sag das ganz ehrlich, wenn man ihn nicht vom 10. auf den 11. Oktober umgebracht hätte, dann wäre er heute Bundeskanzler. Ganz er klar. Wurde umgebracht? Ja, selbstverständlich. Das ist einmal Zeit, das zu sagen. Jetzt wollen wir mal da genau. Also das ist wissen jetzt Sie mehr? Moment, ich bin der festen Überzeugung, dass es so passiert ist. Das heißt, du sagst heute an diesem Abend, Jörg Haider wurde in der Nacht vom 10. auf 11. Oktober vor 15 Jahren umgebracht. Es ist nie ermittelt worden. Faktum ist, dass Jörg Haider, und ich habe mir diese Akten sehr genau durchgelesen, ich habe mir den Abend sehr genau durchgeschaut, ich habe mir den Obduktionsbericht durchgesehen, ich habe im Untersuchungsausschuss, der politische Straftaten zu untersuchen hatte, da war dann dieser Todfallakt Jörg Haider plötzlich dabei. Ich habe mir das als Untersuchungsausschussmitglied sehr genau angeschaut, wo er plötzlich im Magen einen 0,0 Promille Wert gehabt hat, aber im Blut 1,8. Dann hätte er vorher 4 Promille im Magen haben müssen, dass sich das abbaut auf 1,8. Also das war alles widersinnig. Ich habe das recherchiert, ich weiß, warum mein Blut 1,8 so, und dann das nächste, und im Magen liegt. So, und jetzt das nächste, was dazu kommt. Es gibt zum Beispiel den Taxifahrer im Akt, der ihn 500 Meter bei der Kreuzung umgeschaut hat, den Phaeton gesehen hat. Und Haider hat runtergelassen und der Taxler sagt, grüß Gott, der Landeshauptmann. Und der Jörg sagt, grüß Ihnen, wie geht's Ihnen? Und er sagt, gut, wo fahren Sie hin? Jetzt fahre ich ins Berndal zu meiner Familie. Vollkommen klar, vollkommen nüchtern. Und 500 Meter war er tot. Es gibt diese Situation, wo er im Unfall geschehen, drei Sekunden, vollkommen regungslos auf Gaspedal oben geblieben ist, weil er ohnmächtig war. Mir ist es oft passiert, dass mir das Handy runterfällt beim Autofahren, dann hebe ich es auf und in der Zwischenzeit verreiße ich und nehme leider Gottes. Also du sagst, 3 Minuten. Man hat Reaktion 0,2%. Schatz, ich glaube, dass ihm im letzten Lokal, meine Theorie, im letzten Lokal hat ihm wer ins Getränk K.O.-Tropfen hineingegeben, die haben 10, 15 Minuten später gewirkt und genau in der Kurve ist er ohnmächtig geworden und ist mit Vollgas in der Kurve verunfallt. Die damalige Koalition, Frau Berger, Herr Faymann, Herr Bröll, Herr Molterer wollten alle nicht, dass das aufgeklärt wird. Das heißt, die Tatsache, Haider war besoffen, Haider war in einem Schwulenlokal, Haider ist zu schnell gefahren, das war super, da hat sich der Boulevard, du als erst aufgekaut, du hast sofort den Akt gehabt, das ist gespült worden von den Staatsanwälten aus Klagenfurt, ich weiß genau, wie das gerannt ist, ihr wart alle halsfrei, ich hab gesagt, endlich haben wir einen Besoffenen und kein Mensch in der Republik hat Interesse gehabt, das zu klären. Ich habe vor einer Woche ein politisches Attentat hautnah miterlebt, ich bin 2 Meter neben den Herrn Kruppeler gestanden, kommen 2 Jugendliche her, einer hat einen Nadel, sticht ihm in den Oberarm, der Herzleiter zum Herz geht lahm, er wird mit dem Roten Kreuz
Bayern ins Krankenhaus geführt und liegt über Nacht in der Intensivstation. Also du sagst, Jörg Haider... Mittlerweile weiß ich es, wie es geht. Ist ermordet. Damals vor 15 Jahren habe ich es nicht geglaubt. Von einem, als Verschwörungstheorie. Von einem internationalen Geheimdienst, deiner Meinung nach, oder von wem? Wer hat denn Interesse? Ich weiß es nicht. Ich möchte nur die Theorie darlegen, die ich habe und die ich mittlerweile glaube, wo ich wirklich der Meinung bin, so ist es auch abgelaufen. Wer dahinter steckt, weiß ich nicht. Ob es Interesse gegeben hat, er hat zuvor die Banken massiv kritisiert. Er hat quasi neue Bankenaufsicht gefordert. Er hat mit Böhmdorfer immer die Banken im Visier gehabt. Ob es die Banken ja, hat. Er hat wenige Tage vorher aus dem kroatischen Bereich einen Hinweis bekommen von einem Informanten, der informieren wollte, dass in Kroatien im großen Stil in der Hypo-Bank Korruption vorfindet. Er wusste es ja selbst nicht. Er wurde 4 Tage zuvor informiert. Es hätte ein Treffen geben sollen, wo er in Wahrheit selbst Interesse gehabt hat, als Eigentümervertreter diesen ganzen Hypo-Skandal aufzuarbeiten. Er wurde 4 Tage zuvor vor seinem Tod über diesen Hypo-Skandal informiert. Also 4 Tage später war er tot. Die kroatische Mafia hat im Übrigen mit den Geschäften bei der Hypo mit der Korruption das beste Geschäft gemacht. Ich bin der Meinung, man hat ihn umgebracht. Du sagst, er wurde umgebracht. Ja. Eindeutig. Du sagst, wäre er nicht umgebracht worden, dann wäre er heute ein lange regierender Bundeskanzler. Selbstverständlich. Wieso? Weil ich das derzeitige politische Establishment mir anschaue, einen Kanzler, der zum Krennreim ist, einen Vizekanzler, der weiß ich nicht, was macht, aber zumindest keine Politik, eine Regierung, die nur mehr 30% an Zustimmung hat, und Jörg Haider hatte das Charisma, er hatte den Intellekt, er hatte das rhetorische Talent, er hätte heute 30-40%, mit welcher Partei auch immer. Ich glaube sogar, dass er mit Strache versucht hätte, den Friedensschluss BZÖ-FPÖ, hat es auch das Treffen gegeben. Ich glaube, er war sehr interessiert, diesen Fehler auch der BZÖ-Gründung, der aber in der Situation keiner war, aber sich dann auch als solcher herausgestellt hat, zu begradigen. Das ist ihm dann nicht genommen worden. Es wäre wieder zu einer FPÖ gekommen, zu einem Strache-Haider-Duo, wäre Bundeskanzler. Es wäre zu einer Art CDU-CSU-Lösung gekommen. Bundesweit agiert die FPÖ in Kärnten, das BZÖ als Landeshauptpartei. Und du meinst, Haider wäre Bundeskanzler. Und Haider wäre heute Bundeskanzler. Oder Bundespräsident. Sebastian. Whatever. Oder Volkskanzler. Sebastian. Ja, war Volkslandeshauptmann. Sebastian, gereicht bitte. Und das über 3 Perioden. Also, ich finde das wirklich, es spricht ja Bände, wenn da jemand sitzt, der an diese krude Verschwörungstheorie glaubt, dass Jörg Haider umgebracht wurde, obwohl es wirklich mehrfach, immer und immer wieder, nicht nur journalistisch, sondern auch medizinisch und gerichtlich dokumentiert wurde und aufgearbeitet wurde, wie dieser Todesabend passiert ist. Nein, das stimmt nicht. Naja, es sind genug. Es hat bis zum Schluss, ich war ja in dieser Causa durchaus aktiv, schreibend und recherchierend, es hat bis zum Schluss immer diese Mordtheorien und Mordgerüchte gegeben. Du, es gibt ganz viele Theorien und Gerüchte, aber ich halte sie trotzdem für gefährlichen Unsinn. Ich glaube, es ist inzwischen hinreichend und ich habe keinen Grund zu glauben, dass es nicht so passiert ist, dass der einfach einen exzessiven Lebenswandel hatte und sich einbaut hat. Herr Koss, Sie haben Ihr Glauben und ich habe meinen. Nein, aber ich habe mein Wissen. Ich kannte ihn. Sie waren dabei? Ja. Ich kann Ihnen sagen, darf ich Ihnen etwas sagen? Ja, bitte, natürlich. Wir können über Haider reden, über Politik und über alles drum und dran. Herr Dr. Bornmehner, ich war sehr oft mit dem Jörg beieinander in verschiedensten Wahlkämpfen. Ist dann 12, 13 Stunden unterwegs gewesen und irgendwann war er erschöpft, das stimmt. Und dann hat er sich in irgendein Restaurant zurückgezogen, vornehmlich zum Italiener, weil er gern leichte Pasta-Gerichte hatte. Und wissen Sie, was sein größtes und am längsten dauerndes Vergnügen war? 1 bis 2 Achteln Pinot Grigio zu trinken. Ich habe den Jörg Haider in meinem gesamten Leben, und wir kannten uns dann doch sehr lange, von 92 bis 2008, kein einziges Mal betrunken erlebt. Sie können Personenschützer von ihm fragen, Sie können die uns... Das ist ja nicht die Todesursache. Er war nur 1,6 Promille, nennt sich... Die Todesursache ist ja, dass Alkohol in sein Blut gekommen ist, aber nicht, dass er besoffen ist. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Zweiter Punkt. Jörg Haider war Sportler, Marathonläufer. Wenn wir in Graz unterwegs waren, haben wir am nächsten Tag irgendwelche Leute angeredet. Ich war noch vernebelt, weil wir vom Vortag das Lokaltour gemacht haben. Er war vollkommen fit. Kommt man am nächsten Tag am Hauptplatz werden gegen so, heute habe ich einen Chef gesehen, sage ich, wo? Um 6 in der Früh ist er an der Mur entlang gejoggt. Bis um 9 noch in die Netze gelegen und habe nicht gewusst, wo vorne und hinten ist im Wahlkampf, weil wir sehr viel unterwegs waren und dann kriegst du da Getränk und dort. Der Mensch war sportlich, drahtig, hat gesund gelebt. Gut, aber jetzt ist der Sebastian dran mit dem Schlusswort, mit der Schlussbilanz. Also.
Wenn man jetzt von dem tragischen Du glaubst Ende nicht, dass er ermordet wurde, sondern du glaubst, er hat sich selber heimgedraht mit seinem Auto, weil besoffen und zu hoch. Genau, ich glaube nicht, dass er es absichtlich gemacht hat. Ja, ich nehme an, dass wir ihm passiert sind. 142 km/h ist für die natürlich Stadt. Natürlich, es in Deutschland. Auto, eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und liegen Nadeln am, also, am Boden. Ja, passiert. Also, schön passieren. Auch der Fall Krupala ist sehr dubios, sehr groß. Aber ja, wie auch immer, lassen wir das. Gehen wir auf die politische Ebene und weniger auf, genau, die menschliche, genau, Ebene. Weil das ist ein tragischer Fall, okay. Genau. Aber jetzt die Politik, ich sehe das so wie du, Wolfgang. Meiner Meinung nach ist es ein gescheiterter Politiker, der natürlich die österreichische Politik und vor allem auch die Politik der ÖVP und der SPÖ maßgeblich geprägt hat, vor allem in Fragen der Migration und der Ausländerfrage unter Anführungszeichen. Mehr, glaube ich, durch seine Oppositionsarbeit als durch die Jahre in der Regierung, weil die hat er maßgeblich nicht mehr unter Kontrolle gehabt, das haben wir ja gesehen. Die haben zum Teil diese wirren Köpfe, die in der Regierung waren, gemacht, was sie wollten. Sondern in den Jahren davor, durch ein Anti-Ausländer-Volksbegehren, durch alle möglichen Initiativen, die er gesetzt hat, durch diesen Dauerwahlkampf, den er eigentlich gemacht hat. Also man kann schon anerkennen seinen politischen Genius, man kann schon anerkennen, dass er unter anderem die Großparteien zertrümmert, muss, genau, man sagen. Genau, und er hat vor allem, das muss man, da möchte ich Gerald Gross schon recht geben, vollkommen wertfrei, maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses alte, großkoalitionäre Aufteilen der Republik, aber nicht nur er, da gab es schon noch die Grünen, ja, also maßgeblich aus der Opposition heraus aufgebrochen hat. Meiner Meinung nach hat er all das, was er im Guten bewirkt hat für die Polithygiene Österreichs, durch die vielen, vielen dubiosen Verstrickungen, ob das jetzt Hypo, ob das jetzt irgendwelche Gegengeschäfte, ob das irgendwelche Geld aufs Handel oder ob irgendwelche dubiosen Diktatorenkontakte, das müssen wir auch nicht vergessen, Gaddafi, Hussein und irgendwelche, ich hole Benzin, günstiges Benzin für die Kärntner, das ist ja dubioser Unsinn, den er da zum Teil gemacht hat. Und es gab ja vor kurzem einen Podcast, wo auch Herbert Kickl zu Wort gekommen ist und wo man auch gehört hat, quasi die Entfremdung der FPÖ von Jörg Haider und der Weggefährten, da kriegt man sehr tiefe Einblicke in die Entfremdung des Jörg Haiders als Person von seiner politischen Agenda. Und ich glaube, das ist letztlich auch das, worüber er am Schluss gestolpert ist. Gut, okay, das war Runde Nummer 4. Wir gehen in eine Werbepause und dann kommt ein spannendes Krakapo, denn heute war ein spannender Tag und den wollen wir noch einmal Revue passieren lassen. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, Schlussrunde. Sie wissen, wenn es besonders schön ist mit Gerald Gross und Sebastian Bornmänner, und heute ist es schön, heute ist es gesittet, heute ist es gescheit, teilweise berührend und enthüllend, weil Gerald Gross hat uns gerade gesagt, dass Jörg Haider umgebracht wurde. Etwas Neues in dieser Republik, werden wir noch heftig diskutieren in den nächsten Tagen. Dann machen wir ein Da Capo und das ist jetzt fällig. Und wenn Gerald Gross schon so feierlich hier sitzt, da muss man sagen, das ist heute auch ein Feiertag, ein Hochamt, ein ganz besonderer Ehrentag für die Unabhängigkeit des österreichischen Rundfunks. Der Verfassungsgerichtshof hat heute festgestellt, dass der ORF A ein Regierungsfunk ist und B ganz sicher kein Regierungsfunk bleiben darf. Er hat nämlich gesagt, A, es ist sehr verwunderlich, dass in einem Publikumsrat die Medienministerin 19 Posten besetzt, das Publikum aber nur 17, tatsächlich etwas ungewöhnlich. Und es ist noch ungewöhnlicher, dass in einem Stiftungsrat die Regierung eine klare Mehrheit hat und wann immer sie neu gewählt wird, diese Mehrheit auch wieder ändern kann auf die dann gewählte neue Regierung. Und so hat der Stiftungsrat heute festgestellt, dass das ORF-Gesetz geändert werden muss, neu geschrieben werden muss, und zwar bis März 2025. Na, da werden sich Türkis und Grün anstrengen, dass sie das noch in ihrer demnächst endenden Legislaturperiode zusammenbringen und damit auf eine Art trickreicheren Variante als bisher, weil das ist jetzt ja sozusagen ein wirkliches Verdummverkaufen aller Zuseher, auf einer etwas trickreicheren Ebene ihre Machtposition dort festigen. Lieber Gerald, wie siehst du das Urteil? Wie siehst du den ORF? Wird dort jetzt Unabhängigkeit einziehen?
Naja, also das heutige Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ist, glaube ich, eine Genickwatsche, wie man so schön sagt, für die österreichische Bundesregierung, die offenbar selbst zu deppert ist, ein ORF-Gesetz zu schreiben. Also abgesehen davon, dass ihre ganzen Corona-Gesetze schon aufgekommen worden sind, aber sie sind nicht einmal in der Lage, den Wahnsinn, den sie selbst durchführen wollten, nämlich den vollkommenen Zugriff als Regierungspropaganda-Institut gleichsam einer SED-Propagandamaschine in Wahrheit legistisch zu gießen. Also wenn wir jetzt schon so weit sind, dass die Regierung keine Gesetze mehr schreiben kann, dann wissen wir, wir sind am Sand. Ich sage Hurra, super. Das ist in Wahrheit der erste Schuss vor den Bug einer Regierung, die ganz ungeniert, komplett ungeniert, den ehemaligen Pressesprecher des grünen Bundespräsidenten zum Stiftungsratsvorsitzenden macht, dessen Ex-Frau die Politprogramme gestalten lässt im Präsidentschaftswahlkampf, wo wir als Gegenkandidaten alle wie im Auftrag, ich sag wie im Auftrag, durch den Kakao gezogen worden sind. Und so, was ich erlebt habe mit dem ORF, das spielt sich bei Nationalratswahlen, bei Landtagswahlen überall ab. In Niederösterreich bestellt die Mama Hanni Mikl-Leitner beim Landesdirektor: Herr Landesdirektor, ich wünsche bei den nächsten Scheißhäusleröffnungen 20 Live-Einstiege mit dem Sendewagen, weil ich habe dort etwas Wichtiges zu kundzutun. Ich habe ein neues Ballkleid und der ORF ist dort. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einer gescheiterten Bundesregierung zu tun, sondern wir haben es mit neuen Fürsten der Finsternis zu tun, die den ORF auch noch missbrauchen für eigene Propaganda. Ich sage Folgendes. Erstens, ORF entpolitisieren, außer mit alle. Alle außer alle. Zweitens, ORF privatisieren. Von mir ist noch Aktienrecht oder was auch immer. Machst eine Volksanleihe, soll jeder Österreicher sich beteiligen am ORF mit einem Euro. Ja, zum Beispiel haben wir 9 Millionen Besitzer des ORF. So, die können dann anstimmen. Gibt es eine eigene, heute im Zeichen der Elektronik, gibt es alle 5 Jahre einen Kassenbericht, können alle 5 Jahre, wer daran will, kann sich beteiligen an einer Abstimmung und in Zukunft die ORF-Führung wählen, gibt es 5, 6 Kandidaten, passt, erledigt. So. Und dann außer mit den ganzen Politoffizieren aus dem ORF und was ganz wichtig ist, die zwei Anwälte haben das auch heute wieder gebracht, finde ich großartig. Also Achtung, alle sehr, es gibt wieder ein Volksbegehren gegen den ORF, ich werde es unterschreiben. Das ist Höllwart und Scheer, die zwei Anwälte, perfekt, die in Wahrheit gegen diese Zwangsgebühr vorgehen. Weil die Zwangsgebühr ist ja der nächste fortgesetzte Wahnsinn. Und ich sage dir was, das wird auch vom VfGH kommen. Weil dass Menschen für eine Leistung zahlen, die sie nicht konsumieren und teilweise gar nicht konsumieren können, ja, das ist Schutzgeld. Aber das gibt es nur bei der Mafia, aber nicht in einer demokratischen Republik. Sebastian. Also ich bin der Meinung, dass wir das Erkenntnis jetzt endgültig ernst nehmen müssen und ich hoffe, dass die Grünen das, was sie heute auch gesagt haben, weil die haben sich ja erfreut über das Erkenntnis gezeigt, die haben ja gesagt, sie sehen das ganz genauso, der ORF gehört entpolitisiert. Dir ist aber schon klar, dass deine Frau Blimling hat diesen ganzen Scheiß zu verantworten. Ja, natürlich, weil sie in einer Koalition mit der ÖVP ist. Na ja. Entschuldige, ich kann nur das wiedergeben, schau, ich bin nicht der Pressesprecher der Grünen. Aber ich kann nur das wiedergeben, was die Grünen heute gesagt haben, das unterstütze ich. Wenn die Grünen sagen, sie finden es gut, dass jetzt dieses Erkenntnis da ist und sie hoffen, dass auf Basis dieses Erkenntnis endlich eine Entpolitisierung des ORF stattfindet, dann begrüße ich das. Die Reaktion von der Susanne Raab ist meiner Meinung nach entlarvend, weil dass die ÖVP keine Entpolitisierung des ORF will, ist mir auch klar. Hätten wir uns fast gedacht. Genau. Ja. Als Linker sage ich dir, angesichts dessen, dass wir auf eine blaue Republik zusteuern, will ich um Gottes Willen nicht, dass der Herbert Kickl den nächsten ORF bestellen kann. Also, dass er rein regieren kann. Deswegen bin ich maximal für eine Unabhängigkeit des ORF. Ich habe auch schon vor Anfang an gesagt, ORF-Gesetz mit neuer Finanzierung, wo wir alle zahlen, nur dann, wenn es zu einer Entpolitisierung kommt. Sie haben uns das Geld genommen, aber sie haben uns die politische Freiheit nicht gegeben. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt hoch an der Zeit ist, und das müssen wir ja Hans-Peter Doskozil in Wirklichkeit danken, der diesen Prüfantrag initiiert hat. Dass allerdings nur deshalb, weil er seinen eigenen Landesdirektor nicht durchgebracht hat. Ist ja durchsichtig. Aber der Punkt ist der, ist mir wurscht, aus welchem Grund. Jetzt wissen wir, ich meine, das zeigt, dass wir eine unabhängige Justiz haben, das zeigt, dass wir unabhängige Gerichte haben, eine Erkenntnis liegt jetzt am Tisch und verdammt doch mal, die Grünen haben die Verantwortung. Und ich sehe das ganz anders als Sie. Nicht im Sinne dessen, dass Sie selber Einfluss auf den ORF haben. Jeder weiß, dass die Grünen der nächsten Regierung nicht mehr angehören werden. Aber wenn die Grünen diesem Land oder Demokratie und der Kultur
der unabhängigen Medienkultur in Österreich einen Gefallen tun wollen, dann sorgen Sie dafür, dass die nächste Regierung, die mit ziemlicher Sicherheit unter FPÖ-Führung sein wird, aber wahrscheinlich auch von der ÖVP, nicht mehr so einen Zugriff auf den ORF hat, wie sie es jetzt haben. Ich bin der Meinung, wir brauchen einen unabhängigen Rundfunk, der einem öffentlichen Auftrag folgt. Also ich bin ja ein großer Fan von vielen ORF-Formaten, aber bin kein Fan davon, dass jede Partei sich dort irgendwelche Posten aussucht und dann irgendwelche Gremien beschickt, wo sie irgendwelche komischen Deals machen. Ja, das taugt mir nicht. Sie haben ja recht. Schauen Sie, aber ich möchte einen Schritt weiter gehen. Schauen Sie, ich bin ja der Meinung, dass es einen Öffentlich-Rechtlichen braucht. Zumindest es braucht ein Institut, das einen Öffentlich-Rechtlichen ausübt. Wenn wir mittlerweile politische Diskussionssendungen haben, Herr Dr. Bornmähner, die beim UE24 Privatsender hier besser aufgehoben sind als am Königlberg, nämlich meinungspluralistischer. Da sitzt der Miesig, da sitzt der Mölzer, da sitzt der Bornmähner, da sitzt der Westphal, der Chab, der Groß. Da sitzen Leute, die beim ORF nicht möglich wären. Wenn ich gerade aus Bayern komme, Herr Dr. Bornmähner, und dort von manchen Leuten auf der Straße höre in Deutschland, sie schauen UE24, weil das ist für sie so etwas wie Westfernsehen, weil bei ihnen im Öffentlich-Rechtlichen Anne Will und in den Brainwash-Anstalten keine Meinungspluralität mehr herrscht, dann sage ich ihnen, ja, wir brauchen Öffentlich-Rechtlichen, wir brauchen Objektivität und Freiheit und Gleichberechtigung in der Berichterstattung. Nur, wissen Sie, was das Hauptproblem ist? Gerade der ORF garantiert es nicht. Wenn mittlerweile der kulturpolitische Auftrag bei Servus TV besser aufkommen ist beim ORF, wenn der informationspolitische Auftrag bei UE24 besser aufkommen ist, wissen Sie, was passiert? Schauen Sie, jetzt sage ich Ihnen was anderes. Am Samstag überfällt die Hamas Israel, gell? Ja. Dann habe ich zwei Stunden später die Live-Berichterstattung auf UE24 geschaltet ein und ihr habt alle möglichen Experten zugeschalten, alles drum und dran. Dein Redakteur ist in Israel seit Samstag oder seit Sonntag, tut den ganzen Tag nichts anderes als authentisch berichten. Beim ORF spielen sie einmal Malcolm mittendrin bis 22 Uhr und um 23 Uhr kommen sie drauf, ja, in der Früh war was in Israel. Ein Kurzzip. Also die Welt steht in Flammen, aber die sagen, nein, heute ist liebe Familientag, weil das haben wir schon eingespeichert. Warum bemühen? Wir fressen ja gerade auf Kosten des Gebührenzahlers. Ja. Schau, also um Ihnen das zu verständlich zu machen, ich bin für einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Aber der wird nicht mehr vom ORF erfüllt. Und wenn wir jetzt zur Objektivität gehen. Du sagst, wir brauchen eine radikale Gesetzesreform. Herr Dr. Bornmähner, wenn wir zur Objektivität gehen. Wenn mir in einer laufenden Wahlberichterstattung, mir als Kandidat, man kann mir als Kandidat ablehnen. Man kann sagen, ich bin ein Trottel. Ist alles möglich. Verstehe ich auch. Ich sage Meinungsfreiheit. Wenn man mir als Kandidat fälschlicherweise unterstellt, ich wäre strafrechtlich verurteilt worden, und das eine Woche vor einer Wahlsendung und man kriminalisiert Kandidaten amtlich, es gibt ein Urteil in erster Instanz nicht rechtskräftig, Herr Dr. Bornmähner, dann ist es auch mit der Objektivität beim ORF nicht weit her, oder? Stimmt. Aber Sie werden ja nicht alle, entschuldigen Sie, alle nicht! Eben. Nein, das wir uns anschauen, was ÖR1 macht. Aber Herr Dr. Bornmähner, Ausnahmen bestätigen die Regel. Fehler. Aber ich meine, das, was am Samstag mit Israel passiert ist, war ein Skandal. Das ist ja nicht das erste Mal. Wenn ein öffentlicher... Das ist ja nicht das erste Mal. Der 1 Milliarde Euro kassiert, davon über 700 Millionen Gebühren gehört, nicht in der Lage ist, eine Berichterstattung zu Israel zusammenzubringen, dann kehrt dort eigentlich alle mit nassen Fetzen davon. Für eine Diskussionssendung in dem Format, wie wir sie abhalten, und ich mit Ihnen leider muss, weil der Wolfgang Fellner mir leider keinen anderen gibt. Ich bin mit meinem Schicksal. Sind beim ORF 10 bis 15 Leute beschäftigt. Sie wissen, wie viele da beschäftigt sind? Wir drei und zwei draußen. Wir machen uns das Licht selber. Wir machen uns das Licht selber und schneiden mittlerweile. Und die Untertitel machen wir auch selber. Also, du sagst, wir brauchen... Und es ist jetzt auch nicht... Ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, schwarz-weiß mit Klavier und aber ihr seid zum Teil mehr Quoten als manche UFs. Ja, also, eben. Als die meisten UFs. Ja, muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Also, ihr seid euch auch in diesem vierten Einstieg oder fünften Einstieg einer Meinung und das freut mich sehr. Das war aber die Gebühr kehrt auch weg. Ganz ungewöhnlich. Wenn es so ist, wie es jetzt ist, auf jeden Fall. Nein, es wird ja nicht besser. Ja, ihr seid ich weiß ja nicht, wie Sie auf die irrige Annahme immer wieder kommen, es wird was besser.
Herr Dr. Bornmänner, sind Sie noch nicht so lange auf der Welt? Es wird tendenziell immer schlechter, nie besser. Du bist der Pessimist. Verlieren Sie die Hoffnung. Nein, ich bin der Realist. Aber es war schön, heute einmal eine Sendung zu haben, wo ihr halbwegs einer Meinung wart, ausgehend von Israel, wo das sehr eindrucksvoll war, bis jetzt zum ORF, wo ihr auch beide sagt, es braucht jetzt erstens eine radikale Gesetzesreform und zweitens die Politik muss raus. Insofern war das heute ein ganz wichtiger Tag. Der Verfassungsgericht sofort gewonnen. 1-0 für die Bürger und die Justiz gegen den ORF. In diesem Sinn machen wir Schluss für heute, sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute Abend, 10. auf 11. Gedenken an Jörg Haider, vor 15 Jahren verstorben, und vor allem Gedenken an die Opfer von Israel. Wir sind alle Israelis, auch darüber sind wir uns heute einig gewesen. Danke fürs Zuschauen, gute Nacht.